Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute wird es Zeit für den Giga-Prank an iCrimex. Und zwar sind wir als kleiner Bruder unterwegs, werden uns unsichtbar machen, werden uns eine Portal-Gun besorgen, Laserwaffen, verschiedene Pranks an iCrimex machen, Leute. Das wird geisteskrank. Guckt auf jeden Fall das Video bis zum Ende an und sagt, welcher Prank hat euch am meisten gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt let's go mit dem Pranken. Ich hoffe einfach, der ist zu Hause und kann mir wieder was Geiles geben, Leute. Ja, ich hoffe, vielleicht heute kriegen wir nicht so eine Waffe, die uns ein bisschen Probleme bereitet. Vielleicht mal was Cooleres, Leute. Es gibt doch bestimmt irgendeine Waffe, die ja mal nicht so viel Stress macht, Leute. Wir gehen jetzt hier rein und klettern kurz hier rüber. Der sperrt hier mal alles ab, Leute. Wir wissen auch schon, wo der wohnt, Leute. Hier im Hintereingang ist ja... Was ist denn hier passiert? Irgendwelche Schüsse oder so? Egal, Leute, wir klopfen jetzt gleich bei ihm da in der Zentrale. So, Leute, wir stehen jetzt da nicht dran. Jetzt klopfen wir hier mal. Hallo, hallo, ist jemand da? Irgendwie niemand da. Die Tür ist, sie offen? Hallo? Ich soll lernen, wer ist denn da? Was sind Sie denn? Wo ist denn der andere Professor? Wo kommen die Stimmen her hier? Hallo, ich bin hier unten, mal sehen Sie mich. Oh Mann, du bist so klein, ich sehe dich nie, Mann. Hallo, was sind Sie? Ich suche den anderen Professor, der hat die Waffen zu basteln und so weiter. Wissen Sie, was ich meine? Davon weiß ich nichts, ich bin nur der Kollege. Sie sind der Kollege? Ja, komm mit rein. Ja, was war? Wo kommt der andere Kollege? Ich wollte wieder so eine Superwaffe. Ich habe noch die Magnetgun, die wollte ich austauschen gegen eine andere Waffe. Was hast du? Magnetgun? Ja, die Magnetgun. Haben Sie eine andere Waffe, die Sie tauschen möchten? Ich hab da was Neues in dem Koffer hier, aber das darfst du niemandem sagen, okay? Das ist eine Waffe, wenn du die verwendest, dann verschwinden Sachen. Das ist so krank. Okay, wollen Sie dafür die Magnetgun vielleicht haben? Ich tausche gegen meine Waffe. Ja, das ist gut. Dann kann ich endlich wieder zu den Bankautomaten gehen. Ja, doch, das mache ich. Ja. Ja, okay. Das ist okay. Dann nehmen wir das und fertig. Was haben Sie eigentlich hier mit dem komischen Typen gemacht? Haben Sie Experimente gemacht? Stell doch nicht so viele Fragen und hau ab jetzt, Mann. Ey, Leute, der macht einfach... Aber Sie haben da den Menschen auf der... Alter, der mit ja, das ist eine neue Waffe. Die kommt irgendwann mal noch. Hat sie mit dem Burger gefüttert? Du sollst nicht so viel Fragen stellen, Mann. Ja, okay, tut mir leid, alles klar, ciao. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Hey Leute, das ist, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Auf jeden Fall ist es nicht der verrückte Wissenschaftler, den wir normalerweise kennen. Aber er hat mir einen kleinen Koffer gegeben, Leute. Ich habe den Koffer gegen meine Magnetgun ausgetauscht. Er meinte irgendwie, was hat er gesagt? Irgendeine Waffe lässt was verschwinden oder sonst was. Hört sich eigentlich harmlos an, Leute. Ich sag euch ehrlich. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf unser neues Abenteuer. Wir können ja die mal testen. Ich pack die jetzt mal aus. Warte mal, hier ist sie. Ja, die sieht ja echt nicht gut aus, Leute. Die ist voll klein, Leute. Vagos steht drauf. Ich weiß nicht, ich schieß mal. Oh. Die Mülltonne ist weg. Ich hab gerade die Mülltonne abgeschossen. Die Mülltonne ist verschwunden. Ist sie unsichtbar? Sie ist einfach weg. Hey Leute, ich glaube, das ist krass. Ich glaube, wir werden heute eine Menge Spaß haben. Wir haben eine Waffe, die lässt einfach Sachen verschwinden. Aber die Frage ist. Ich glaube, die tauchen dann wieder auf. Ich frage mal den Professor, die tauchen bestimmt wieder auf. Das kann doch nicht sein, dass sie komplett wieder verschwinden, Leute. Wartet mal ganz kurz. Herr Professor! Der ist weg? Und der arme Mann? Warte mal. Ich kann auch Menschen verschwinden lassen! Was ist das denn? Oh mein Gott, ich kann alles verschwinden lassen, Leute. Irgendwas ist hier gewaltig schief, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich weiß aber nicht, wo die Sachen landen und ich konnte jetzt den Professor gar nicht fragen. Aber ich habe eine richtig gute Idee. Wir gehen jetzt einfach ein paar Leute damit pranken und einfach, wir lassen denen ihre Sachen verschwinden. Die können dann gar nichts machen und dann nehmen wir die damit hops, Leute. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich hinfahren soll. Ich glaube, ich fahre mal zu Stani. Zu Stani, Standardskill oder so. Der hat ganz viele Autos und wenn ich dann bei seinem Stani-Performance die Autos verschwinden lasse, ey, der wird sein ganzes Job verlieren, Leute. Der weiß gar nicht, was abgeht. Wir werden da jetzt hinfahren und werden ihn hops nehmen. Oder wir bestechen ein bisschen. Ich lasse mir was einfallen. Deswegen, Leute, auf geht's zu Stani-Performance. Wow, Leute, guck mal, wie viele Autos ist da. Paul Berger, was machst du denn hier? Ja, was geht da? Du findest mal Motorrad. Ich bin Biker geworden, Alter. Voll der Gangster und so. Ey, runter da. Du sollst doch Motorrad fahren, Alter. Alter, ja, und das war ein Harley Davidson.
Du bist doch ein kleines Baby, ey. Ich werde dich mal beschlagnahmen hier. Pass auf, welches Auto bekomme ich heute von dir? Du bekommst gar kein Auto. Denkst du, du bekommst ein Auto von mir? Also. Du spinnst doch wohl, kleiner Pisser. Ich will heute ein bisschen autonom fahren. Nein, du hast dann fahr lieber mit deinem Dreirad rum, aber hier nimm kein Auto. Ich habe eine Idee, okay? Paul Berger, ich habe doch gar keine Zeit, ich muss arbeiten. Warte doch mal bitte, Albert, du verwechselst die Zeit mit mir, ich will doch auch mal mit Onkel spielen, weißt du? Okay, was Guck ist mal, denn Paul Berger? Ich bin Zauberer geworden. Ich kann. Du bist Zauberer geworden. Ja, guck mal, das Ding ist, komm mal, warte, steig in dein Auto ein, steig mal in dein Auto ein. So, und fahr das genau hier hin, warte, komm her. Hey Leute, ich mach jetzt gleich Zauberei, Alter. So, pack das jetzt hier. Ja, so, ich werde das Auto aber abschließen, Paul Berger. Nicht, dass du hier irgendwas Dings machst. Mach jetzt 10 Schritte weg, hier, 10 Schritte weg. 1, 2, 3, 10, ja. So, jetzt guck mich kurz an. Ich mach jetzt hier kurz Hokus Pokus, warte. Warte. Paul Berger, ich hab das nicht. Das habe ich von Tor gelernt. So, jetzt renne ich einmal um. Okay. Und jetzt wieder zurück. Bill! Wo ist das Auto hin? Das ist verschwunden, Alter. Paul Berger! Ja, was soll ich machen? Das ist einfach Alter, weg. Das hat eine halbe Million gekostet. Wo ist mein Auto? Leute, das Problem ist, ich weiß nicht, Paul Berger! Stadi, warte, das tut mir wirklich leid. Ey, was ist das für ein scheiß Trick, Alter? Ja, soll ich ihn auflösen? Ja, löse auf, Alter, und gib das Auto wieder zurück. Ey, du spinnst doch wohl. Ich weiß nicht, ich probier's mal. Ich weiß nicht, wie ich Sachen wieder herhole. Vielleicht muss ich dafür nochmal was anderes abschießen. Warte mal. Oh nein. Ey, Paul Berger, wo sind... Was? Paul Berger, hör auf damit! Ey. Wo sind die Autos hin? Hör auf mit diesem Scheiße, Mann! Oh, warte, ich hol sie her. Ja, wo denn? Wo sind sie jetzt, hä? Ey, Mann, was soll die Scheiße, das tut mir wirklich leid, ich muss abholen, Alter. Alter, Paul Berger, bleib mich hier, Mann. Stani, greif mich an, Leute. Gib mir die Autos wieder. Hände hoch und dann schieße. Ich schieße dich ab. Schieß mich doch ab mit deiner Zauberwaffe da, Alter. Nein. Oh. Stani? Leute, ich hab aus Versehen Stani abgeschossen. Ist verschwunden. Nein, wohin? Ich weiß wirklich nicht. Nein, Digga. Nein, wieso hab ich das getan, Leute? Er ist auf mich zugelaufen. Ich hab ihn doch gewarnt, dass ich schieße. Und dann ist er trotzdem zugelaufen, hat mir nicht geglaubt. Und jetzt hab ich... Stani ist verschwunden. Nein. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wir haben ein gewaltiges Problem. Ich muss ganz schnell zu Max fahren. Er muss mir helfen, diesen komischen Wissenschaftler zu finden. Ich muss ihm erklären, dass Stani weg ist, Leute. Nein, ich hab missgebaut, Leute. Ab schnell zu meinem großen Bruder. Der muss mir helfen, Mann. Wo finde ich diesen Wissenschaftler? Okay, Leute, wir sind jetzt gleich daheim, Leute. Ey, ich hab missgebaut, Leute. Ich hab diese Superwaffe bekommen, die Sachen verschwinden lassen. Außer sind Stani weggelöscht, Leute. Ey, ich muss dringend zu Max, Mann. Ich hoffe, der ist zu Hause. Hier, der Lambo steht da. Max ist da vorne im Go-Kart-mäßigen Ding. Max! Jo, was geht, kleiner Bruder? Das ist was Schlimmes passiert, Max. Was ist denn passiert? Also, ich hab eigentlich so eine Waffe, die kann zaubern. Und dann hab ich die Waffe Autos weggezaubert. Die waren dann halt wirklich weg. Und dann kam Stani, der ist voll losgelöst, weil ich die Autos weggezaubert habe. Und da hab ich aus Versehen Stani gelöst. Bist du dumm oder so? Soll ich dich Ich glaub, du brauchst mal wieder so einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf, damit du mal wieder klarkommst. Was laberst du da? Das ist wirklich passiert! Aha. Ich kann es dir zeigen, aber glaub... Ey, wir haben noch nicht den 1. April. Verarschen kann ich mich alleine. Was sind für Zauberwaffen, ey, jetzt hier, ey? Komm mal kurz her, Max. Ich zeig's ihm lieber nicht am Lambo erstmal, Leute. Ey, guck mal, siehst du die Pflanze hier? Ja. Da, weg ist sie. Hä? Ja. Hast du gesehen? Was ist denn das hier für ein komischer Trick, den du hier machst? Ja, okay, guck mal, der glaubt es nicht. Guck mal, okay, dann mach mal mit dem Go-Kart, sonst glaube ich nicht. Guck mal hier. Da. Hä? Ja, ich sag doch. Alter. Scheiße, Mann. Paul Berger, was hast du denn gemacht? Wo hast du denn jetzt schon wieder so eine Waffe? Guck mal, ich tu jetzt hier die Pflanze abschießen, okay? Guck mal die Pflanze an. Oh. Ey, hast du gerade mein Lambo weggemacht? Ah, ich hab verfehlt. Ey, du Idiot, Paul Berger, warum schießt du denn vorbei? Du standst einen Meter davor. Ich habe die Pflanze abgeschossen, die hatte da Lücke in der Pflanze.
Oh, ey, Paul Berger, was machst du denn? Und ja, jetzt hast du einen Scheiß, hast du auch bei Stanley gebaut, oder was? Ja, komm mal, du musst jetzt mit mir mitkommen. Wir müssen einen Professor finden. Der ist ein bisschen durchgeknallt. Mann, Paul Berger, was machst du denn schon wieder für eine Scheiße, Alter? Ja, aber guck mal, das Ding ist... Es gibt Hausarrest, sag ich dir. Nein, hör doch auf, wir müssen jetzt... Es gibt safe 3, 4, 5 Monate Hausarrest. Wir müssen Stanley retten. Der will mir einfach nicht helfen. Max, wir müssen Stanley helfen. Du kriegst jetzt erstmal Hausarrest. Komm mit rein und gib mir die Waffe. Nein. Gib mir die Waffe und komm mit rein. Ich muss Stanley retten. Gib mir die Waffe, du rettest niemanden. Gib mir die Waffe. Paul Berger, gib mir jetzt... Okay, dann frag ich dich rein. Der ist voll... Paul Berger, jetzt reicht's dir hier. Du hast Hausarrest. Nein, du trägst mich nicht rein. Hey, lass mich los. Lass mich jetzt los. Du kriegst jetzt Hausarrest. Nein, ich schieß jetzt. Du kriegst jetzt Hausarrest. Ich schwebe. In der Luft. Er hat mich geschlagen, Leute. Nein, ich habe einen großen Bruder. Ich hatte Panik. Ich wollte doch Stanley retten. Dann hat er mich in die Hand genommen und hat mich getragen. Nein. Jetzt läuft was gewaltig schief, Leute. Ich brauche Hilfe. Ich muss zur Polizei. Ich brauche Polizeihilfe. Ich muss diesen Wissenschaftler finden. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Ich muss eine Anzeige machen. Vermisste Person, Stanley und Max. Alles drum und dran, Leute. Die Polizei muss mir helfen, Leute. Ich gehe jetzt zur Polizei, Mann. Leute. Wir sind jetzt angekommen. Hier ist das Polizeirevier. Ich werde da jetzt eine Vermisstenanzeige ausstellen, Leute. Wir müssen die suchen und ich werde nach diesem Professor fragen oder sonst was. Hey, Mann, hier sind die Polizisten. Officer! Ja, was ist? Ich muss eine Vermisstenanzeige ausstellen. Wir wollen eine Anzeige machen? Na ja, kommen Sie mal rein. Ja, nein, nicht eine Anzeige, Vermisstenanzeige. Wie, wer ist denn vermisst? Deine Eltern, Kleiner, oder nein, was? Nein, ich vermisse meinen Onkel Standardskill mit der... Vielleicht kennen Sie Standard Performance, der ist verschwunden. Ja, natürlich, aha. Dann Ikramix, der große YouTuber hier, das ist mein Bruder. Und, ich wollte fragen, kennen Sie zufällig einen verrückten Wissenschaftler, der Waffen bastelt? Nee, also einen verrückten Wissenschaftler kennen wir hier nicht, der Waffen bastelt. Ja, was haben die denn zuletzt gemacht? Warum sind die denn verschwunden? Einfach so, die sind aber schon volljährig. Na, die wurden wegteleportiert. Wie wegteleportiert? Ja, also es gab einen Auseinandersetzung und dann sind sie wegteleportiert worden. Kleiner Junge, pass mal auf. Deine Späße kannst du woanders machen. Wir sind hier die Polizei. Wir haben so einen Schabernack hier keine Zeit, ja? Nein, Sie müssen mir wirklich glauben. Da gibt's einen verrückten Wissenschaftler. Kleiner Junge. Oh, Leute, Kleiner Junge, jetzt bist du hier. Aber komm mal mit, Hast du etwa deinen Bruder und deinen Onkel umgebracht oder was? Komm mal mit hier. Leute, die wollen mich durchsuchen. Ich muss die. So, du bist, hast eine Waffe dabei, ne? So, jetzt stellst du dich da. Auf dem Boden, Unterstützung! Jojojo, bitte! Leute, die sind weg, alle! Oh mein Gott! Was ist das denn? Da ist nur. Habt ihr das gesehen? Da war wie so ein. Ich hab die Polizisten weggeschleudert. Die Kaffeemaschine nickt nervlich. Ich kann alles verschwinden lassen, Leute. Wir haben ein gewaltiges Problem. Selbst die Polizei kann mir nicht helfen. Die Polizei ist jetzt verschwunden, Leute. Die wollten mich durchsuchen, Leute. Hätten die mich durchsucht, hätten die eine Waffe gesehen, dann wäre ich in den Knast gekommen, weil die gedacht hätten, ich hätte meinen Onkel und meinen Bruder umgebracht. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wir müssen ganz schnell zu diesem Wissenschaftler fahren in dieses Haus. Da ist was gewaltig schief gegangen. Ich nehme jetzt einfach hier diesen Polizeimotorrad. Wir müssen da hinfahren, Leute. Ich muss ihn unbedingt finden, Leute. Irgendwas ist hier gewaltig schief, Leute. Er muss mir helfen. Leute, wir sind jetzt angekommen. Hier vorne wohnt der verrückte Wissenschaftler. Vorhin war er nicht da, Leute. Ich rast hier aus, Mann. Ich lasse hier alles von mir aus weggehen. Guck mal, ich kann ja auch Türen verschwinden lassen. Alles, Leute. Ich werde den bedrohen, Leute. Mir egal, du musst mir sagen, wo mein Bruder und so ist. Mädels, passt auf. Da, das Mädel habe ich auch weg verschwinden lassen, Leute. Mach die Tür auf! Okay, die Tür ist offen. Okay, Leute, die Tür ist weg. Wo sind sie, Alter? Wo ist der Professor? Ist das ein anderer Typ? Wartet mal, wenn der Typ wieder da ist, dann weiß der Professor, wo der ist, Leute. Ich habe sein Versuchsobjekt da vorhin wegteleportieren lassen und er ist wieder da. Der Professor hat ihn geholt, Leute. Der Professor hat ihn geholt. Professor! Oh, da ist er. Bleiben Sie schnell, Hände hoch! Was willst du von mir? Ich hab gesehen, in der Zentrale war der Mann wieder da. Ich hab ihn vorhin verschwinden lassen. Sie wissen, wo die Menschen hin sind. Jetzt red mal Klartext, Junge. Was für Menschen? Was redest du denn da wieder? Ich hab deine Waffe genommen. Ich hab damit ein bisschen Käse gebaut, Autos gebaut, weggemacht und aus Versehen meine Freunde wegteleportieren lassen. Und ich weiß,
Das ist ja wunderbar, Junge. Die Waffe hat funktioniert. Komm mal her, ich nein, muss dich immer... Nein, geh weg, sonst verlasse ich dich verschütten. Was? Nein. Was willst du denn von mir, Junge? Guck mal, hör mir zu. Der Patient in deinem Raum, der hat dich verschwinden lassen. Und das wusstest du. Du hast ihn wiedergeholt, weil du den gebraucht hast. Und ich glaube, meine Freunde, sag mir, wo die sind. Wo finde ich sie? Was ist, wenn ich dir nicht sag? Was willst du da machen? Siehst du die Laterne hier? Da lasse ich dich genauso wie die Laterne verschütten. Okay, pass auf. Das ist eine Insel, ja? Aber die ist ziemlich weit weg, Junge. Da musst du da hinfahren mit einem Boot oder so. Ich gebe dir die Koordinaten, ja? Gib sie mir. 35 von 72. Und mal gucken, ob du gelogen hast. Auf Wiedersehen. Leute, ich muss den verschwinden lassen. Was ist, wenn er mich angelogen hat, wenn die Koordinaten richtig sind? Dann holen wir den Professor auch ab, Leute. Er hat irgendwas von der einsamen Insel geredet und mir die Koordinaten gegeben. Leute, ich muss ganz schnell mir ein Boot holen, Leute, und diese Insel suchen. Okay, Leute, wir sind jetzt am Strand angekommen. Wir müssen aus dem Weg, Mann, aus dem Weg! Oh, Leute, wir müssen hier ein Boot finden. Wir brauchen dringend ein Boot, Leute. Die Koordinaten sind durchgegeben, Leute. Irgendwo eine einsame... Ja, da vorne ist ein Boot. Warte, wollen die gerade das Boot holen? Holt nicht das Boot, geht weg vom Boot! Weg! Tut mir leid! Hey Leute, ich hab die alle verschwinden lassen. Hey, ich muss hier das Boot holen, Leute. Oh, okay, wir haben ein Boot. Okay, Leute, wir sitzen im Boot. Wir haben die Koordinaten. Wir müssen da jetzt hinfahren, Freunde. Ich hoffe, meinen Freunden geht's gut, Leute. Und meinem großen Bruder auch, Leute. Es ist alles schief gegangen, Leute. Diese Waffe macht immer nur Probleme, Leute. Wir fahren da jetzt hin. Okay, Leute, hier vorne, wir sind hier unterwegs. Hier vorne sollte auch eigentlich die Insel gleich sein, Leute. Ich weiß nicht, Leute, das, laut Koordinaten, diese größere Insel sollte sein. Hier ist alles verlassen, Freunde. Warte mal, aber da ist irgendwie voll viel los. Ich parke jetzt hier mal das Boot. Was ist denn hier passiert? Wartet mal, da ist irgendwas. Also, wir steigen jetzt hier mal aus. So, wir sind gestrandet, Leute. Wir gehen jetzt hier hin. Ey, Jungs, ich hab da ein Boot gesehen. Ja, ein Boot. Hey, Paulberger, Alter! Was soll das? Hör doch auf, Oh mein Gott, die sind alle hier gelandet. Komm her, du kleiner Junge. Komm her, ich klatsche dich direkt weg, Junge. Alter, Paulberger, was sollte das? Wartet, Leute, ich bin hier, um euch zu retten. Tut mir... Ey, ganz kurz. Gib die Waffe her, Paulberger. Der Wissenschaftler hat sie mir gegeben. Er ist schuld. Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Er ist schuld, der Wissenschaftler. Komm her, du kleiner Bengel. Wir rasten hier komplett alle aus. Es tut mir wirklich leid. Oh mein Gott. Ey, Paulberger, das wird auf jeden Fall Stummarest geben. Nein. Dafür werde ich sorgen, dass der Stummarest hat. Max, Stani, tut mir leid, aber wir müssen jetzt zum Boot. Kommt mit. Oh Mann, die sind richtig sauer. Nicht mit, Alter. Oh nein, Stani. Das Boot, lassen wir Paulberger zurück, Leute. Nein. Oh ja, komm, wir hauen ohne ihn ab. Die sind so sauer auf mich, Leute, habt ihr gesehen, da waren die Polizisten, die ganzen Autos, die ganzen Frauen, alles Mögliche, was ich weggemacht habe, Leute. Wir müssen schnell aufs Boot. Nein. So, ich bin auch drin. Oh. Wird nicht mehr. Los, weg jetzt. Weg schnell, Paulberger, Alter. Ich will keiner mitnehmen. Ich bin doch hier, fahr jetzt weg. Es tut mir wirklich leid, ey. Verzeiht mir, okay? Ich mach das nie wieder. Das wirst du nicht mehr gut machen können, Alter. Ey, ihr müsst jetzt... Wir dachten, wir sterben da auf der Insel. Na, ich hab euch noch gerettet. Wir müssen jetzt aber 2 Stunden fahren, weil ich 2 Stunden gefahren bin. Das ist ein bisschen außerhalb hier. Aber Leute, wir haben es geschafft, Leute. Trotz dieser komischen Waffen, womit wir unsere Freunde und unsere geliebten Personen gelöscht haben, wieder gerettet, Leute. Ey, das war ein Abenteuer. Ich weiß, dass heute auf jeden Fall Max und Touren frei haben. Und ich will heute mit denen ein bisschen was erleben. Die haben allgemein mich nicht mehr so oft mitgenommen. Irgendwie ein bisschen Wasserrutschen, Aquapark, Mappapark. Vielleicht ein geiles Auto, denn Leute, ich hab richtig... Oha, alles fängt ja schon krass an. Oha, Leute. Wow, Alter. Alter, du bist krass, dass du die Militär geklaut hast. Alter, landet mal. Hallo. Hey, Leute. Habt ihr mir auch so eins mitgebracht? Alter, Leute, heute... Du bist noch viel zu klein, Paulberger. Das ist für erwachsene Menschen, nicht für kleine Babys wie dich. Alter, guck mal. Max, geht's dir gut? Mir geht's gut. Alter. Ey, kann ich auch mal bitte einmal? Nein, ich will auch. Du bist ein kleines Baby, du darfst mich noch nicht machen. Ich bin Erwachsene. Alter, ihr wisst ganz genau, dass ich auch schon Auto fahren kann. Bitte lass mich einmal auflegen, ich hab voll Bock drauf. Ey, Paulberger, du bist echt noch zu klein dafür. Warum? Ey, das macht so Spaß, Thomas. Gar nicht.
die Geräte lang hier zum Lenke und so. Den Arm. Alter, Paul Berger klein. Weiß gar nicht, was er verpasst. Alter, Leute, die... Ey, lass mich doch... ja, okay. Ich hatte noch nie so viel Spaß in meinem Alter, Leben. Alter, guckt die euch mal an, Alter. Die haben... Ich würde auch... Ey, Max! Max! Ja, Max! Was los, Paul Berger? Wee. Ja, ja, okay. Dann fliege ich halt nicht, aber... Was machen wir heute? Ja, Turn und ich wollten damit noch ein bisschen rumfliegen und an den Strand, wo ein paar Mädels sind, damit angeben. Ja, tada! Also, wir wollten... Ah, wir gehen heute in den Club! In Club? Ja, ich hab einen Club gekauft, deswegen. Alter, kann ich mitkommen? Ich war noch nie im Club. Nein, du bist zu jung. Ich bin ab 18. Ja, ja, aber... Das ist doch dein Club. Da kannst du doch mich einfach an der Tür vorbeigehen lassen, am Türsteher oder so. Ja, könnte ich. Aber mach ich nicht. Du bist zu klein! Max, sag doch was! Ich kann doch irgendwie mitkommen, bitte! Aber bitte es einmal! Ist Club. Ich kann. Keine Ahnung, ich kann da nichts machen, es ist Turns Club. Alter, warum sind diese Clubs ab 18? Das ist so nervig! Ey, können wir nicht was. Ey! Ey, das gibt es doch! Ja, ja, und was mit mir? Aber ich bin doch alt auch hier und so. Weil du so klein und jung bist, du darfst heute nur zu Hause bleiben. Alter, ist das gemein! Geh ins Haus leihen, sofort! Ey, Mann! Stopp, bloß nicht Tickets zu wählen! Weißt du was? Du kriegst Hausarrest! Ganz Tag dein Zimmer! Was? Max, was sagt er mir hier? Ja, hör auf deinen Onkel Turn! Alter, ihr seid so gemein, Mann! Ihr seid blöder Erwachsener, Mann! Alles ich gehe! 24 Stunden Alter, das gibt es doch nicht, Leute. Wie kann es sein, dass die einfach mich rausmobben? Ich dachte, heute ist ein freier Tag, wir unternehmen was. Nein, ich laufe jetzt nach Hause rein, weil die irgendwie heute in Disco-Club gehen, was weiß ich, und denkt die zu Frauen an den Strand, Leute. Was soll ich denn machen, wenn ich noch klein bin? Das ist so blöd, manchmal klein zu sein, Leute. Ey, ich sag euch ehrlich, ich habe einfach keine Lust mehr, klein zu sein. Ich weiß aber auch gar nicht, was ich machen soll, Leute. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich nehme jetzt sofort Rache, Alter. Ich mache jetzt irgendwie, guck mal, ganz ehrlich, wenn die sich einen Spaß erlauben, da mich hier zu Hause einzusperren, dann gehe ich einfach in Max' Zimmer und ich verwüste sein Bett oder sowas. Oder wir legen ihm hier Kacke hin, dann soll er auf Kacke schlafen oder so. Aber warte mal, was ist das denn, Leute? Was ist das? Ey, Leute, hier lag einfach so eine Wissenschaftlerpistole rum. Aber ich weiß echt nicht, was die ist, Leute. Ich habe es eigentlich vergessen, aber ich sag euch ehrlich, eigentlich bin ich schon so traurig. Ich glaube, ich werde mich selber abschießen, Leute. Vielleicht macht die irgendwas, Freunde. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Aber lasst es uns tun. Wir gehen hier erstmal ins Bad, Leute. Okay, Freunde. Ich weiß nicht, was es ist. Aber damit der Tag heute nicht langweilig wird und wir heute was erleben, werde ich jetzt schießen. 3, 2, 1, let's go. Ah! Okay, Leute, was ist denn jetzt passiert, Freunde? Eigentlich sieht alles gleich aus. Ja, es hat sich eigentlich nicht viel verändert, Leute. Oder? Nein. Leute, seht ihr, was ich sehe? Nein, das kann nicht sein, Freunde. Das kann nicht sein. Ich bin erwachsen geworden, Leute. Nein, 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 Leute. Ich bin auch so groß plötzlich. Oh mein Gott, und ich bin so stark. Und guck mal, wie mächtig. Und nein, ich bin Paul Berger. Nicht mehr Junior, sondern ich weiß nicht, wie alt ich bin. Ich habe auf jeden Fall Bart und alles. Ich sehe aber immer noch gut aus. Oh mein Gott, Leute. Das bedeutet, jetzt kann ich doch mit meinen Freunden, mit Max, meinem Bruder, den Tag verbringen, Leute. Ich werde da jetzt zum Strand fahren. Die haben doch gesagt, die sind dort mit den Mädels und werde einfach mitfahren. Und ich nehme jetzt einfach Max sein Bentley. Oh mein Gott, wie cool kommt das denn, Leute? Ey, wir fahren jetzt lieber zum Strand und ich mache eine Poster-Sache. Die sind cool mit ihren komischen fliegenden Teilen. Ich mit Max Bentley und erwachsen, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich beim Strand. Hier vorne sollte es sein. Ich fahre jetzt einfach mal hier mit dem Bentley rüber. Zack. So, ganz entspannt, schön. Okay, hier komme ich auch noch durch. Ganz vorsichtig, Leute. Oh, ich glaube, da vorne ist eine dicke, dicke Strandparty. Bestimmt ist das die Party von Max und Touren. So, wir gehen da jetzt einfach hin, Leute. Oder, wartet mal. Soll ich überhaupt sagen, dass ich Paul Berger bin? Oh, yeah, ich weiß es nicht, Leute. Yeah. Wir gucken jetzt einfach mal, wie die reagieren. Oh, Leute. Max? Ja, Tuan? Guck mal hinter dir. Ja, das sieht aus wie mein Bentley. Oh, jetzt tanzt sich einfach. Hey, wer bist du denn? Jo, was geht, Mann? Was geht, Mann? Wer bist du? Das ist hier unser privater Strandabschnitt. Mein Kumpel Turn hat den gerade gekauft. Ach so, ist das so eine eigene Party hier? Ja, normal. Ja, aber da kommt's ja nicht. Ihr wolltet mich doch nicht mitnehmen. Halt mal die Schnauze. Genug bekommen wir bekannt vor, Leute mal. Oh mein Gott, Leute. Tour, nimm eine Waffe raus. Wow, 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 wow. Entspannt euch, Alter. Entspannt euch, Mann. Wow, wow, die Party. Wow, 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 wow. Ey, Tuan, der hat mein Bentley geklaut. Ganz ruhig, Mann. Oh mein Gott. Nein, die Kippe. Oh, ich sag. Oh mein Gott. Die hat mich einfach. Oh mein Gott.
ich kann das alles erklären. Ich kann das. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Leute, die glauben mir, glaube ich, gar nicht. Die entführen einfach mich, Leute, weil die nicht wissen, dass ich Paul Berger bin. Oh mein Gott, Leute, ich sag jetzt lieber nichts, aber wir gucken jetzt mal, wo die uns hinbringen. Hey Leute, wohin bringen sie mich? Die haben mich immer noch nicht losgelassen. Kurze Frage. Hab ich dir irgendwas gesagt? Es tut mir leid, ja, ich bin oh mein Gott, Leute, die wissen es ja gar nicht, wie soll ich das jetzt erklären? Oh mein Gott, wie soll ich das erklären? Ja, das ist auch Max und Bentley, die haben das mitbekommen. Okay, die reißen, Alter, so kenne ich Max gar nicht, der rastet hier gerade, die sind ja richtig asozial zu mir, Leute, okay, aber, ja, will ich auch vielleicht machen. Oh mein Gott, Leute, wohin bringt ihr mich? Oh, wohin, oh, was ist das hier, Leute? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann das erklären, Mann, wirklich, nein, Alter, ich kann das wirklich... Autsch! Pass auf, wir machen das ganz einfach. Ich der Flagge, du antworten. Antwort mir nicht gefallen, du nochmal Facebook. Ja, ich sag alles. Ja. Oh, woher hast du den Bentley? Von Max zu Hause. Du verdammt! Ah, nein. Aber ich bin kein Paul Berger. Was? Woher kennst du Paul Berger? Aber warte mal. Ich bin Paul Berger. Warte, Turan. Apropos Paul Berger, mein kleiner Bruder war doch jetzt zu Hause, als der Einbrecher hier bei mir war. Oh mein Gott, ich hab meinem kleinen Bruder was angetan. Ich hab mir nichts getan, wirklich, ich bin's! Umdrehen! Ich bin Paul Berger! Zu Gott, dass du meinem kleinen Bruder nichts getan hast. Oh mein Gott, warum machst du eine Bombe an mich, Mann? Pass mal auf, du sag mir jetzt, wo Paul Berger ist. Paul Berger bin ich! Pass mal auf, Paul Berger ist wie mein kleiner Sohn! Wenn du dir irgendwas antust, ich werde dich jagen. In die Hölle werde ich dich nur weiterjagen. Alter, was soll bist du so lieb zu Paul Berger? Was bin ich so lieb zu Paul Berger? Ich bin immer lieb. Ich erzähl mit Slinger, wenn du ein starker Mann wird. Ey, schon süß irgendwie, Leute. Ja, aber ich bin's. Ich kann es beweisen. Warte, ey, Turan, lass ihn doch einfach Fragen stellen. Nur der echte Paul Berger weiß, dann haben wir doch die Antwort. Ja. Warte, ich werde das machen. Er ist mein kleiner Bruder. Max, okay, ich bin es wirklich, Mann! Möchte gern Paul Berger. Ich bin es! Welches Auto hatte ich vor meinem Bentley? Lamborghini! Okay, ja, das ist ein... Ja. Ich weiß, ich werde mehrere Fragen stellen. Ich weiß, wer unser Vater ist! Das weiß fast niemand! Wer? Ayo! Er hat recht, das stimmt. Woher weiß er das? Das ist doch ein Stalker von euch, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht. Okay, noch eine Frage. Ja. Wie haben Turan und ich uns kennengelernt? Alter, ich weiß das gar nicht mehr, Mann. Das interessiert mich auch gar nicht. Ruf doch mal deinen Bruder an. Ja, ist besser, ich frag mal, wie es meinem kleinen Bruder geht, ja? Ich ruf an. Okay. Hört ihr das klingeln? Das ist mein Telefon, Mann. Und wenn ich nicht Paul Berger... Paul Berger geklaut, weil du ihn entführt hast. Oh mein Gott, Leute, guck mal sogar... die Face-App hat das aufgemacht. Guck mal, mein Gesicht wurde erkannt. Ich hab doch. Aber Max, ich hab gesagt, der Geruch kommt mir bekannt vor. Alter, ich bin es, Mann. Hä, warum bist du aber groß? Wie wärst du denn groß? Da gibt mir keinen Sinn. Ja, okay, also ich geb's zu, Mann. Ich weiß auch, dass ihr mich alleine lassen wolltet. Dann bin ich auf Max' Zimmer gegangen, wollte ihm eigentlich ein Stück Scheiße ins Bett legen, weil er... Ja, okay, das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich eine Pistole gefunden vom Wissenschaftler und hab mich dann angeschossen, weil ich traurig war. Und jetzt bin ich groß. Nein. Ey, Turan, er hat die Upgrade-Pistole genommen. Er hat sich selbst mit der Upgrade-Pistole angeschossen. Ich. Warte mal, Paul Berger ist erwachsen. Ey, Leute, was ist das hier? Kannst du mal bitte ganz kurz Zimmer rausgehen? Ich hab mit Paul Berger was zu besprechen. Warte mal, ganz kurz. Au! Au! Das war für alle Flesseiten! Erwachsene! Alter! Ich bin groß geworden, Mann! Ich bin groß geworden! Was soll das? Es reicht! Ey, du! Die ganzen Sachen, für die du gemacht hast, jetzt bist du bloß nicht abgehauen. Ey, darf ich da mal einen Schluck trinken? Ich hab wirklich noch nie Alkohol getrunken. Nein. Aber ich bin groß jetzt! Ich hab mir jetzt ein Glas gemacht. Mach das weg! Das kickt! Oh! Okay. Ey, machen wir heute Party? Ich glaube, vielleicht will ich erst die Bombe in deinem Lücken wegmachen, oder? Ja. Danke. Ey, ich darf heute legal Auto fahren, Mann. Wir machen heute einen Erwachsenentag. Ja! Oh mein Gott. Oh, Max, was geht?
Ich hab gerade Whisky getrunken. Hey Leute, wir machen dann heute ein Erwachsen... Ja? Jetzt, wo du erwachsen bist, komm mit. Okay. Was ist das hier? Komm. Alter Leute, wo sind wir gerade? Was geht hier eigentlich für einen Film ab? Oh mein Gott. Max, was... Kennst du das? Nein, das kannte ich auch noch nicht. Warum darf ich das dann sehen? Ich dachte, Max sieht alles. Jeden Tag wollte und wartet, wenn du Aktien wirst, um dir das hier alles zu zeigen. Alter. Leute, was? Weil ich angedacht habe, dass Max sich spätestens ausgeschmissen hat. Ach so. Wow. Was ist das denn? So. Wir haben ein paar Legen hier zu killen. Oh mein Gott, Alter. Oh, wow. Wow. Ach so, keine Angst. Hier ist doch nichts. Alter, da ist ein Hai. Oder mehrere. Das ist ein Becken, ja. Das Alter. Sind Haustiere. Alter, Leute, das habt ihr gesehen? Der Boden ging auf dem Kletter. Daisy Duck, okay, und das ist eine Überwachungszentrale, oder was ist das hier? Oh mein Gott, Leute. Das passiert also, wenn Paul Berger erwachsen wird, oder was? Ja. Ja. Paul Berger! Ja. Jetzt, wo du erwachsen bist! Ja. Für Fleiß halten gibt's auch Flässe. Okay. Wenn du mein Auto klaust. Ja, okay, das weiß ich. Das ich in Knast hinein, mein Privatknast. Alter. Solltest du Probleme haben, kommst du plötzlich zu mir. Okay, Mann, alles gut, entspannt kein euch. Kein Alkohol! Oha, ich wollte auch mal trinken. Nein, du bist doch keine 18. Darf ich wenigstens Zeit mit durch den Club gehen später? Ja, dann eigentlich geht das jetzt was, oder? Ja, jetzt haben wir keine Ausrede mehr, ja, dann müssen wir den halt mitnehmen. Ja, ich geh das erste Mal in den Club, Mann! Oh mein Gott! Okay. Ja. Wenn ich in den Club reingehe, ich darf live flauen, dann darfst du nicht anmacken, die darf nur ich anmacken. Ja, okay, ich hab noch nie eine Flower gemacht im Club. Ja, also gehen wir jetzt in den Club oder was machen wir, Mann? Nein, noch nicht. Erst musst du einen Erwachsenen-Job erledigen. Was heißt das? Ja, ein Job, den ich dir geben würde, wenn du erwachsen bist. Ja, aber ich will doch nicht... ja, gut. Was glaubst du, dass alles Kirschen essen hier, wenn du erwachsen bist? Mehr Verantwortung! Ja, ist doch alles einfacher bis jetzt. Alles einfacher. Ja, Max, hast du gehört? Er sagt alles einfacher. Woher kommt ja, der denn? Das denkt er, weil er noch nichts so erlebt hat. Das ist dein Auto. Einsteigen. Max, erklär ihm den Job. Wie, mein Auto? Ja, Paul Berger, pass auf. Jetzt musst du auch Autos klauen. Da hab ich jetzt auch ein Bentley wie du? Ja, das ist hier dein Dienstwagen. Der gehört jetzt nicht dir. Den kriegst du von Touren für den Auftrag. Und, oh mein Gott. Und ich, du sagst, ich darf ein Auto fahren? Bist du doch jetzt erwachsen, oder nicht? Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass du nichts dagegen sagst. Okay, und dann? Cool. Ja, dann hier im Navigationssystem ist schon die Location eingespeichert. Fahr da hin. Max? Auto. Und ja. Was ist das? Hey, das ist in jedem von Tuans Autos in der Tür eine AK eingebaut. Und ich darf die einfach benutzen? Ja, und im Kofferraum ist noch eine Minigun, wenn du brauchst. Du hast nichts dagegen, dass ich jetzt eine Eiche und ein Bentley fahre und das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Halt jetzt erwachsen, ne? So ist das halt. Oh mein Gott. Alle in der Familie arbeiten, sobald sie erwachsen sind, für Touren. Oh mein Gott, Leute, wie cool ist das denn? Hey, Touren! Ich bin ready! Aus dem Weg! Aber, Paul Berger. Ja? Wenn du den Job verkackst, dann schuldest du mir Geld. Ich verkacke nicht! Das ist. Oh mein Gott, Leute! Agent Paul Berger, er könnte mich ab heute Agent Paul Berger dann oder so, Leute. Nein, du bist nur Paul Berger. Schade. Krieg ich einen Codenamen? Nein. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, wir sind jetzt gleich angekommen, Leute. Ey, das ist das erste Mal. Die rufen mich auch nicht an, die fragen dich, wo ich bleibe. Ich darf einfach wirklich machen, wie ich es will. Leute, okay, hier ist das Anwesen. Wir müssen hier ein Auto klauen für Touren. Okay, da ist ein Security oder so. Warte, vielleicht packe ich jetzt erstmal neben dran. Vielleicht schaffe ich es auch einfach reinzukommen, Leute. Wir tun so, als wäre ich der Nachbar oder so. So, ich fahre hier rein, Leute. Kurz die Garage von den Usen, Leute. Ich habe auch ein Bentley, so wie mein großer Bruder, Mann. Okay, Ja, guten Tag, Alter. Hey, Sir, was willst du, Mann? Ich bin Besucher hier. Ich habe einen Termin. Name, Gästeliste Name. Paul. Nein, steht kein Paul drauf. Vielleicht ein Burger? Burger? Nein, nichts in der Richtung. Ach so. Okay, danke. Yeah, verpiss dich jetzt hier. Wie finden Sie eigentlich mein Bart? Ich bin ein erwachsener Mann. Hey, Sergeant Johnson. Ja, alles gut, Johnson. Ja, ich muss weitermachen. Leute, ich muss auch kurz pushen. Ich habe Bartwuchs bekommen. Das habe ich auch noch nicht gehabt, okay? So, okay, Leute, wir müssen ein Auto klauen. Das heißt, wir müssen erstmal... Oha, wie viele Leute sind denn hier? Okay, vielleicht ein bisschen zu viele Leute. Aber das ist unsere erste Mission. Die dürfen wir nicht verkacken, Leute. Okay, hier ist einer beim Tennisplatz.
Okay, vielleicht sneake ich mich hier einfach rüber gleich und dann gucken wir uns, machen wir uns. Okay, wir müssen vielleicht aufs Dach kommen, Freunde. Wir müssen vielleicht aufs Dach kommen. So, psch, oh, Barbie Agent, Leute, ich bin einfach Agent. Okay, Leute, ganz vorsichtig. Wir müssten jetzt ins hier reinsneaken hier. So, vielleicht kommen wir hier hoch. So, zack. Und jetzt hier aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach, Leute. So. Oh, oh, nein, 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 nein. Okay, okay, war help, vielleicht. Help, help. Wir haben jemanden, der eingebrochen ist. War vielleicht nicht die beste Waffe, Leute, für die. Die hat ein bisschen. Okay, wir sind auf dem Dach. Wir haben die perfekte Position, Leute. Komm her! Komm her! Okay, da sind ein bisschen viele, Leute. Der ganze Tennisplatz stürmt. Okay. Schnappt euch den Eindringling. Tod oder Leben. Okay, Leute. Okay, okay. Das sind vielleicht ein bisschen viele. Aber wir haben eine gute Position. Deswegen, Leute, das habe ich gelernt, als ich ein kleiner Junge war, dass man sich immer den Highground holen soll, Leute. Wie in Fortnite. So schön wie in Fortnite den Highground ausnutzen. Zack, ein bisschen abknallen. Zack, ein bisschen abknallen, Leute. Und so erwischen wir jeden Einzelnen und da auch mal. So, Leute, kurz bomben. Zack, zack, zack. Highground is baby, Leute. Highground is power. So, oh, der klettert hier drauf. Boah. Okay, Leute, wir haben den Highground gut ausgenutzt, gut ausgenutzt. Jetzt geht's weiter, weiter, weiter. Okay, da sind auch noch ein paar auf den Dächern. Die müssen wir eliminieren, eliminieren. Und abrollen und eliminieren. Okay, ich glaube, das war's, oder? Oh, da ist noch einer am Laufen. Alter, ich bin wie ein Macher hier reinspaziert. Ja, Mann. Oh. Gehen Sie weg von meinem Auto, Mann. Was wollen Sie, Mann? Sie haben keine Chance. Was machen Sie hier? Ich knall alle hier ab, Mann. Die Männer sind schon tot. Ja, genau, hier meine Anwesen. Hallo, 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 stopp. Oh Gott, ja, Leute, er ruft Polizei an. Oh mein Gott, Leute. Hey, geh weg von meinem Auto. Auf Wiedersehen, mein Name ist Paul. Oh, das kam episch, Leute. Oh, was ist das für ein krankes Fahrzeug, bitte? Aus dem Weg, Leute. Oh mein Gott, Leute. Gebt euch mal dieses... Ey, das Auto passt perfekt. Leute, das ist ja so cool, das Fahrzeug, Leute. Ey, ich frag Touren, ob ich das haben kann, Leute. Ich sag euch ehrlich, wir fahren jetzt rüber zu Touren. Wir haben das Auto perfekt geklaut, Leute. Das war unser erster Auftrag, Leute, als erwachsener Paulberger. Und jetzt bringen wir das weg. Let's go. Okay, Leute, ich habe jetzt ein GPS-Signal von Touren bekommen, wo er sich aufhält. Wir bringen jetzt das Auto weg und dann ist, glaube ich, auch Zeit, in den Club zu gehen, Leute. Guck mal, wie cool das Auto aussieht, Alter. Ich sag euch ganz ehrlich, das wäre richtig krass, Mann. Ah, Paulberger! Jo, Leute, was geht, Mann? Guck mal, was ich geklaut hab. Boah. Ja, Glückwunsch, gut gemacht. Danke, ja, ich hab's erfüllt. Super. Und weißt du, was die Belohnung ist? Nein. Das ist dein Auto, weil du gesurft hast. Das ist mein... Happy Birthday zum Erwachsenenwendel. Ich hab zwar geblutet. Ja, okay. Oh mein Gott, Leute. Das Auto aber da hinten hin. Wir gehen zum Allein, ja? Damit das niemand hier irgendwie anfasst oder so. Okay, ja. Wir gehen zum Allein, ja? Oh mein Gott, Leute. Ich hab... Tag, Boss. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ich frag das Auto, guck mal, wie krass das aussieht. Ich gehöre zu denen, ja? Warte mal. Ausweis einmal. Mein Ausweis, warte mal. Hier, Ausweis. Hier steht, dass du noch 10 Jahre alt bist. Das ist der falsche Ausweis, den habe ich gerade geklaut von. Aber sehe ich jetzt mal aus, als wäre ich unter 18 oder was? Wo bleibst du, Paul Berger? Der lässt mich nicht durch. Boss gehört ja zu Ihnen oder was? Was ist das Problem hier? Was ist das Problem hier, Paulberger? Ja, er sagt da, ich bin 10 Jahre alt auf dem Ausweis. Hast du gesehen, dass er zu mir wollt, oder? Du verdammter! Ja, du Trottel! Hau den kaputt, Paulberger. Okay. Ich zeig dir schon, wie er kaputt haut. Und was hab ich von Tour gelernt? Komm her. Idiot. Oh, sorry. Sehr gut, Paulberger, das ist die erste riesige Strickelei gewesen, sehr gut. Ja, also ich hab... jeden Tag, ich such dir einen MMA-Fighter aus und du plügelst dich mit dem. Hey Leute, das erste Mal von mir im Club, Alter, oh mein Gott. Oh mein... Alter, was geht denn hier für eine Party? Tour, warum sind bei dir auch Sheriffs, Polizistinnen? Und warum sind hier nur Frauen? Also, die Frau doch bei einem Mann bleiben nur für ihn selber, ja? Lass sowas nicht nach. Okay, Viel Spaß dir. Das war's? Oh, hallo Ducklin! Oh mein Gott, Leute, ich kann hier einfach feiern. Wie cool ist das denn? Alter! Oh mein Gott, Leute, ich hab den Spaß meines Lebens! Hey, was geht, Alter? Bro, alles gut bei dir, Homie? Yo! Ey, Süße, wie geht's dir? Ja, Hey, Paulberger! Ja? Oh, du mit Champagner! Ich muss sagen, du hast dich echt gut entwickelt, so als Erwachsener. Danke! Hast du mir auch ein Champagner mitgebracht? Nee, aber ich hab dir was anderes mitgebracht. Was denn? Warte, was hast du da? Du solltest vielleicht doch noch ein paar Jahre Kindler Nein! Wartet! Wartet! Bittles! Hey,
Oh nein! Keiner sollte diese Waffe sehen. Alter, ich bin doch klein! Ich bin wieder klein, Mann! Super, Berger! Ach nee! Wenn du klein bist, darfst du das Auto dort nicht mehr behalten, dann verkaufe ich das! Und du das Haus erlässt. Ach, Mann! 48 Stunden, weil die Waffe benutzt hast, ohne zu flaggen! Und Fortnite-Verbot. Ach, Mann, Leute! Ich komm, wir haben Spaß-Touren. Wir fliegen wieder mit den Chatpacks rum. Let's go! Paul Berger, du gehst nach Hause! Mein großer Bruder Max ist gerade einfach in Urlaub und er hat mich nicht mitgenommen, Leute. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich schade. Aber, Leute, das Schlimmste kommt doch, Leute. Ich zeig's euch einfach mal. Ich gehe kurz aus dem Zimmer raus. Wir machen kurz ganz... Guck mal, wer da schläft. Seht ihr das? Ja... Schlaf, du und Schlaf. Wir gehen wieder raus, und Leute. Ihr habt es gesehen, Leute. Thuan ist einfach hier gefühlt am Wohnen. Er passt auf mich auf, weil Max gesagt hat, ey, Paul Berger darf keine Scheiße bauen. Er passt einfach auf mich auf, Leute. Und ich habe wirklich keine Lust. Sobald ich rausgehe, geht irgendwelche Alarmanlagen an, Explosionen kommen. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Lasst auf jeden Fall ein dickes Däumchen da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare. Hattet ihr schon mal Hausarrest, Leute? Weil ich, also was heißt Hausarrest? Eigentlich fühle ich mich wie im Knast hier. Ich habe zwar nicht Hausarrest, aber Thuan macht hier wie Hausarrest. Und es passiert einfach gar nichts. Ich kann nicht raus, ohne dass er davon mitbekommt. Aber wartet mal, wir schleichen uns mal hier ganz kurz vor die Tür, dann zeige ich euch das. Warte mal, der Wissenschaftler ist reingekommen. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich bin eingespeichert im System. Ist da nichts explodiert? Minen oder so? Da waren Minen, aber die waren nicht auf mich funktioniert. Die sind auf bestimmte DNA-Zellen drauf. Ach so, wieso sind Sie hier? Max hat ist im Urlaub. Ach so, ach, ich habe eine neue Erfindung gehabt, die getestet werden muss. Was denn? Eigentlich hat Max mir befohlen, nichts mit dir zu geben. Aber wenn er nicht da ist, wie soll sie getestet werden? Genau, wenn Max nicht da ist, übernehme ich die Verantwortung. Alles gut. Ja gut, die Wissenschaft geht immer vor, ne? Ja, die Wissenschaft ist wichtig. Genau. Also, mein kleiner, wo ist denn die Waffe? Nein, nicht die Supervernichtungswaffe. Und die war auch gut. Die Bomben auch nicht. Nein, so, genau hier. Danke. Was ist das? Das ist die, eine Pistole mit besonderen Fähigkeiten, mit den Ultraschall-Effekten. Scheint nicht mehr so, wie es mal war. Ich wünsche dir was. Dankeschön, ciao. Okay, Leute, wir müssen ganz schnell rein, bevor Thuan irgendwas merkt. Wir haben irgendeine Pistole vom Wissenschaftler bekommen. Vielleicht ist es sozusagen unser Freigang aus diesem Gefängnis hier, Leute. Warte, wir müssen mal gucken, ob Thuan wach ist. Und wenn ja, dann machen wir so ein bisschen Einschleim und so putzen und freiwillig das Zimmer von uns oder so. Warte, wir gucken jetzt mal rein, Leute. Schläft er immer noch? Wäre eigentlich ganz... Nein, das Bett ist leer. Thuan! Hände hoch! Wow! Alter, was soll das denn, Mann? Ich wollte nur ein kleines Bad. Was machst du? Nix, ich wollte nur fragen, ob ich das Zimmer hier auch putzen soll. Ich wollte gerade meins putzen. Entschuldigung, hab grad ein bisschen geschlafen. Ja, nein, alles putz gut. Putz dein Zimmer, los. Achso, das hier nicht putzen? Mit deinem anfangen. Ja, okay, alles klar, wollte ich sowieso machen. Danke. Okay, Leute, ich hoffe, wir haben ein bisschen abgelenkt. Wir müssen jetzt gucken, was diese Pistole drauf hat, Freunde. Als erstes, woran können wir das Ganze testen? Wir brauchen ein Objekt oder so. Oh. Hä? Oh, warte, hat Thuan was gehört? Hallo, Thuan! Was willst du? Nix. Bist du heute so komisch, ganz an meinen Fuß abklebe. Nein, alles gut. Nein, er darf nicht ins Zimmer reinkommen. Nicht, dass er... Okay, Leute, der läuft weiter. Gut, perfekt. Ich putze nur. So, putzen. Oh Gott, ich hoffe, ihm fällt nichts auf. Okay, perfekt, Leute. Er ist ins andere Zimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob die Waffe die Sachen... Paul Berger! Warte mal. Ja! Ich brauch Klopapier! Wie? Komm, Max, in dein Badezimmer, gib mir Klopapier! Okay, warte kurz. Leute, aber guck mal, das Ding, ihr seht es, selbst das Teil steht noch irgendwie drauf, als wäre das hier noch da. Und ich kann hier auch nicht durchlaufen, Freunde. Ich glaube, das ist unsichtbar geworden, Leute. Okay, das ist unsere einzige Chance, rauszukommen von hier. Ja, wo? Wo ist denn das Klo? Ja! Wo bist du? Da ist doch Klopapier! Ja, hier! Oh mein Gott! Okay, Leute,
Das ist unsere Fluchtchance. Thurn ist beschäftigt gerade mit Kacken. Wir werden uns kurz selbst im Bad abschießen, Freunde. Und ich hoffe, das geht einfach gut, Freunde. Hier sind wir. Und jetzt schießen wir uns ab. 3, 2, 1. Leute, seht ihr mich? Seht ihr mich im Spiegel? Man sieht mich nicht, Leute. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Guck mal mich im Spiegel an. Aber ich sehe mich selber. Warte mal, guck mal, ich sehe mich so, Leute. Man sieht mich, aber im Spiegel sieht man gar nichts. Ich bin einfach unsichtbar. Okay. Wo ist denn jetzt Thurn, Freunde? Wir müssen rausfinden, ob man uns sehen kann. Hallberger! Was ist der Typ gewesen? Windstoß oder was? Oh Gott. Oh Gott, jetzt geht er ins Zimmer und merkt, dass der Fernseher weg ist. Hä? Okay. Wo ist der Fernseher hin? Warte, ich prank den jetzt mal. Ja, ich bin auf der Toilette, warte kurz! Mach dich hallo. Auf! Ich bin auf dem Klopapier. Nein, alles gut, ich bin gerade am Kacken. Ja, okay, ich warte vor der Tür, wir müssen reden. Ja, warte! Nee, ich komme irgendwie anders, mir egal. Bin fertig! Ja, dann komm raus! Ah, ich bin ins Klo gefallen, kannst du mir raushelfen? Gott, Alter, wirklich dieser kleine, dumme Junge. Hallo, zieh mich jetzt raus! Ich bin in der Toilette drinne! Mach mal deine Hand! Mach deine Hand rein! Mach sie rein, hol mich raus! Oh, oh Gott, mach den! Ja, mach rein! Hol meinen Finger! Ja! Wo bist du? Leute, steckt einfach seine Hand in die Toilette rein! Komm raus aufs Klo! Ich bin raus! Spreng das Klo, keine Sorge, ich spreng das Klo, geh in Deckung! Du musst da gar nicht klingen! Ich glaube, es ist der beste Moment, um rauszulaufen einfach. Wir gucken einfach, ob die Bienen reagieren und so weiter. Aber wenn die reagieren, das wäre jetzt nicht so gut, aber... Gott. Ist Powerbank irgendwo hier. Okay, raus. Geht hier hin? Aus dem Haus. Aus dem Haus raus. Okay, Leute, Freiheit. Kommen wir jetzt wirklich raus, ohne dass hier irgendwas explodiert, weil wir einfach unsichtbar sind, Leute? Guck mich mal an, ich bin einfach wirklich unsichtbar, was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir unsichtbar sind. Nicht nur Touren entkommen, Leute, sondern wir können heute wirklich noch einen spaßigen Tag haben. Oh, oh Gott, hier sind wirklich Minen. Gott. Die sind nicht explodiert. Doch. Oh Gott, ich war aber schon durch. Oh Gott, wir brauchen ein Auto. Wir brauchen ein Auto, Leute. Thurn wird gleich kommen. Wartet, alle bleiben alle stehen, Mann. Wie soll ich ein Auto stehen? Da ist mich einfach angefahren. Die sehen mich ja gar nicht. Wo bist du? Verdammt, die sehen mich gar nicht. Oh Gott. Was mit dir? Oh, perfekt. Warte mal. Ich werde mir sein Auto nehmen. Ey, die sehen mich. Warte, bitte. Feuer, komm raus. Oh Gott. Hä? Oh Gott, ich bin weg. Ich bin weg, Leute. Wo ist er hin? Einfach ein unsichtbares Auto, Leute. Ich bin einfach weg. Okay, Freunde, wir sind entkommen. Und wir werden, glaube ich, heute ein bisschen Käse bauen, Freunde. Wir fahren jetzt in die Stadt und machen ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ja. Hallo? Wo bist du? Ein bisschen spazieren. Komm sofort wieder nach Hause. Ja, später, okay. Jetzt sofort, ich will dich jagen. Ja, jag mich durch. Ciao! Oh Gott, Leute, wie soll er mich jagen, wenn ich unsichtbar bin? Let's go, Freunde. Wir sind auf jeden Fall am Start und wir fahren jetzt erstmal in die Stadt. Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei der Schule, denn wir wollen ein bisschen Spaß uns erlauben, Leute, mit den Lehrern, mit den ganzen Schülern. Wir parken jetzt... Oh nein, da ist der Toulouse, schnell aussteigen. Oh Gott. Ich bin gerade nicht unsichtbar, Leute, irgendwie. Warte, ich muss mich wieder abschießen. Ich bin wieder sichtbar, unsichtbar. Guck mal, aber die haben das bestimmt gehört. Okay, aber man sieht mich jetzt nicht mehr. Ey, Leute, sobald ich in ein Auto steige und wieder aussteige, werde ich sichtbar. Oh, oh. Warte, ich drehe ihn einmal. So, warte. Ich hab eine Idee, Leute. Ja. Oh nein. Hallo? Oh nein, wir müssen rausspringen. Oh. Hey! Oh mein Gott, was habe ich getan? Also
Ich glaube, ich war unsichtbar noch. Erst beim Ausstieg wurde ich sichtbar. Leute, wir müssen uns ganz schön wieder unsichtbar machen und wir gehen erstmal in die Schule rein. Okay, Leute, vielleicht ist das ein bisschen schief gegangen, aber wir gehen jetzt in die Schule rein und können dort ein bisschen mal rausfinden, wie die Lehrer so drauf sind, Leute. Eigentlich ist gerade schon schulfrei. Also die Schule ist aus, nur ein paar Leute haben noch Nachmittagsunterricht und so. Aber wir gehen jetzt erstmal rüber zum Direktor in die Klasse. Warte, ich ruf den mal an. So, wie kann ich jetzt, Paul, wir haben lange keine Nachsitzen mehr gehabt. Das muss man wieder ändern. Warte, ich ruf mal in der Schule an mit dem Telefon. Wartet mal. Okay, so. Es klingelt. Es klingelt. Ja, hallo, Direktor! Ja, hallo. Paul Berger, was willst du? Ja, ich wollte mich entschuldigen und zwar sagen, dass sie die Besten sind und ich hatte schon lange kein Nachsitzen mehr und ich fühle mich echt geschmeichelt und was ist, ich würde auch freiwillig nachsitzen, weil sie die Recht hatten jedes Mal. Alles klar, gut, dass es einsiehst. Ja, dann danke, tschüss. Ja, tschüss. Leute, dieser direkt. Damit es mich verarschen kann, er kriegt natürlich einen Nachsitz und direkt das Dreifache, so für den Anruf allein schon. So, wir werden jetzt ein. Oh, er hat in Mathe eine 2. Nee, das erinnert mich. Wir machen einen Schnieber gegen seinen Kopf. Oh, mein verfehlt. Was ist das? Hier noch einer. Aua! Was ist das hier? Und noch einer. Und. Hey. Und. Ah. Alles. Ah, da war ein Stein drin. Oh, mein Kopf. So, erstmal. Ich muss schnell zu Ende, Mann. So, Paul Becker in Mathe eine 5 geben und jetzt hau ich schnell ab. Was ist hier los? Okay, Leute, er wollte das so machen. Wir gehen jetzt hier erstmal oben drauf. Und ich sag euch ganz ehrlich, normalerweise, Leute, würde ich sagen, macht sowas niemals. Aber meine Blase muss gerade geleert werden, Freunde. Ich sag euch, wie es ist. Wir pinkeln einfach den Pult an von meinem Lehrer und beziehungsweise Direktor. Leute, schön alles hier anpinkeln, Freunde. Macht sowas niemals. Aber manchmal muss man hier auch alles anpinkeln. So piep, 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 piep. Okay, alles anpinkeln und raus hier. Obwohl, wisst ihr, wenn wir schon hier sind und Dreck machen, können wir auch noch ein bisschen noch mehr Dreck machen, Freunde. Also ich sage euch ganz ehrlich, so eine kleine Haftbombe, damit das Büro ein bisschen explodiert, ist ja ganz gut, Freunde. Vor allem, wir haben ein Alibi. Wir haben ihn angerufen und waren zu Hause, Leute. Das heißt, er kann uns das nicht in die Schuhe schieben. Guck mal, wie wir das Büro kaputt gemacht haben. Und jetzt gucken wir weiter, wer heute im Nachsitzen ist, beziehungsweise im Nachmittagsunterricht, Freunde. Oh, warte mal, da ist sie. Oh Gott, da ist dieser Luis, Alter, den mag ich gar nicht. Und da ist Mann, Susi. Ich bin die Paar Omega voll blöd. Nein, das ist voll blöd. Sie reden über mich. Mann, das ist voll der Idiot. Nur sein Bruder wäre gar nichts. Oh, was? Ich bin ein Bruder, er ist schon. Ich finde ihn voll süß und irgendwie attraktiv. Wie du stehst auf den Mann. Ich dachte, wir gehen zum Abschlussball. Ich hab dir nie Nein gesagt. Ich hab dir gesagt, wenn Paul Becker mich fragt, dann gehe ich mit ihm und nicht mit dir. Was? Sie würde mit mir zum Abschlussball gehen, Leute? Warte, wir müssen. Nee, Mann, du hast doch keine Ahnung, was gut ist. Ich bin viel cooler als der. Nein, bist du nicht. So. Mann, lass mich jetzt in Ruhe. Ich geh auf Klo. Oh, weg mit dem. Aua. Weg mit dem, Leute. Oh. Ich hab dir richtig weggetreten, Freunde. Bleib liegen, Alter. Hab ich in Knockout getreten, Freunde? Okay, warte mal, solange wir müssen sie fragen jetzt. Ey, Susi! Warte, wir sind ja unsichtbar. Ups, verdammt. Warte, wir machen einfach einen Geist. Susi! Hilfe! Nein, hab keine Angst. Was ist denn ich? Nein, ich bin Amor, der Gott der Liebe. Was willst du von mir? Ich bin da. Jedes Kind wird mal Amor treffen. Und heute ist dein Tag gekommen. Du wirst dich in Paul Berger verlieben. Bin ich doch schon lange. Was? Wirklich? Paul Berger? Oh, warte mal, wir müssen los, Leute. Wir müssen los, wir müssen los. Paul Berger? Wir müssen los. Oh, da fährt Touren gerade an. Ja, okay, der kann uns eh nichts machen. So. Mach mal. Bleib stehen! Wow! Alter! Ledig! Wie er sieht mich? Er schießt in meine Richtung! Du kannst die Musiker machen, aber deine Wärme kannst du nicht wegmachen! Nein! Wärmebildkamera aktivieren, Auto! Ist er da Wärmebild, ist er da hinten? Nein, da ist er nicht mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Er hat eine Wärmebildkamera! Wow! Oh mein Gott, er hat eine Wärmebildkamera, Leute! Wir müssen uns ganz schnell verstecken, wenn noch mehr Wärme ist oder so! Verdammt. Oh Gott. Ey, Touren kommt langsam auf die Spur. Checkt, dass wir unsichtbar sind, Leute. Er hat eine Wärmebildkamera und eine Wärmebild-Infrarot-Visier oder so. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal abhauen, denn wir sind immer noch unsichtbar. Oh Gott, da ist er, Leute. Warte, ich versteck mich.
Okay, okay, ich fahr einfach. Da hinten, da ist die Powerberger! Nein, 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 nein! Wow. Oh mein Gott, so viel Speed! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, er hat sich reingefahren. Nein, er kommt da wieder raus, glaube ich. Okay, das ist unsere beste Möglichkeit. Er klemmt! Nein, er klemmt nicht! Er verfolgt mich! Nein, Leute, wir müssen uns das einfallen lassen. Okay, er wird uns jetzt. Wow! Okay, Leute, wir müssen raus. Hab ich einen Abgang? Ich glaube, wir haben einen Abgang. Wo bist du, Pauberger? Oh, wir sind weg! Wir sind einfach. Oh Gott, da vorne fährt er hinten. Warte, wir bleiben einfach hier rechts dran stehen, dann denkt er bestimmt, ich bin es nicht. Psch, 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 psch. Ganz vorsichtig, Leute, der ist genau hier hinter uns. Oh. Alter, der ist stecken geblieben, Leute, wir fahren weg! Was macht er da? Ganz komisch, Leute. Egal, Touren ist langsam eine kleine Gefahr, Leute. Aber wir fahren jetzt rüber, denn ich habe noch eine interessante Idee, was wir machen können. Let's go. So, Leute, denn wir werden jetzt noch was Spaßiges machen. Wir fahren jetzt rüber hier zur Bank, Leute. Hier die Bank von Los Santos, Freunde. Wir sind ja unsichtbar. Warte mal, wir dürfen nicht vergessen, wir sind nur unsichtbar. Aber wenn wir aus Auto aussteigen, sind wir wieder sichtbar. Deswegen einmal 3, 2, 1. So, Leute, wir sind jetzt unsichtbar. Okay, und jetzt laufen wir einfach mal hier rein. Tipp, 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 tipp. Okay, alles ganz normal. Die Leute heben hier ihr Geld ab. Da sind Securities, ziemlich viele Securities sogar. Da ja, genau, so. Dann schippen wir einmal auf hier. So. Okay, 2, 4, 9, 6, 8. Super, ja. Verdammt. Okay, super. Ja. Hier ist abgesperrt, Leute. Ja, mein Gang hier. Ja, Mann, kümmern Sie sich jetzt darum, bitte. Ja, ich bock dafür bei 10 Minuten, ne? Warte, wir müssen irgendwie hier reinkommen. Wie komme ich denn jetzt am besten rein hier? Ich muss irgendwie. Warte mal, ich tue jetzt den Security antitschen. Warte mal. Der ist umgefallen. Was ist denn mit Ihnen los hier? Oh. Keine Ahnung, ich hatte irgendwas Komisches gehabt. Ja, bist du. Mein Gott, Alter. Alter, wie cool war das denn? Die haben uns einfach nicht gemerkt, Freunde. Ey, wir könnten hier schon ein bisschen für Chaos sorgen. Wartet mal. Ich habe eine gute Idee. Wir tun einfach jetzt noch ein Security hier umhauen. Guck mal. Und dann. Oh. Was war das? Oh Gott. Oh. Sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los da hinten? Oh, jetzt nimm ich seine Waffe auf, Leute. Warte. Ja voll. Nimm seine Waffe. Halt sie. Halte die Waffe. Schieß einmal in die Luft. Schieß einmal in die Luft. Jawohl, Sir. Fein. Und jetzt sag allen, dass es ein Banküberfall ist. Sind Sie sicher? Weiß nicht. Eigentlich nicht. Brauchst du gar nicht. Mach mir mal die Tür da hinten auf. Natürlich. Tu so, als wäre nichts normal. Alles normal. Sag den Kunden, dass alles normal ist. Mach eine Durchsage durch die Bank, durch die Lautsprecheranlage und sag, alles ist okay. Habt einen schönen Tag. Alle Leute, die hier gerade in der Bank sind, es war ein Sicherheitstest. Alles ist super. Genau. Sagen Sie dem Kunden, für den Sie 10 Minuten weggehen wollen, dass er heute kein Geld bekommt. Sie kriegen heute kein Geld. Wie viel kriegen kein Geld? Alle Termine habt ihr alles gemacht. Es tut mir leid, ja. Und laufen Sie einfach weg. Bleiben Sie mal stehen! Fein, jetzt mach die Tür auf und sag dem Security, er soll weggehen. Ey, der sieht ein bisschen aus wie Tour. Der sieht schon ein bisschen aus wie. Die wissen, dass ich nicht aus dem Weg gehen darf. Gehen Sie einfach durch. So, du darfst aus dem Weg gehen. Ich hab ihn kurz weggehauen, hast du gesehen? Oh. Nein, passen Sie auf. Sie sagen jetzt dem Sicherheitschef hier hinten am Bürotisch, dass er den Tresor öffnen muss heute. Bitte einmal Tresor öffnen. Okay, kein Problem. Ja, öffnen Sie den Tresor. Okay, ja, sofort. Warten Sie kurz. So, einmal so rein und. Oh. Ein bisschen. So, ich hab ihn genockoutet, damit der Sicherheitschef nichts irgendwie. So, mach die nächste Tür auch auf. Ich wurde vom Geist von Chambalambalamba heimgesucht. Ich wusste, dass sowas passiert. Ja, ich bin der Geist von Chambalambalamba. Warte mal, Leute, ist die Wand hier sprengbar? Mal gucken. Naja, kriegen wir, glaube ich, nicht durch. Nee. Was ist das da hinten los? Beachten Sie das bitte nicht, ja? Alles gut, locken Sie ihn aus. Der hat so viele Fragen gestellt. Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier unten? Sehr schön. Perfekt. Ich
Was mache ich jetzt hier? Geist. Ja, jetzt machst du mir einen Koffer voll mit Geld, ne? Natürlich, gar kein Problem. Pack mir ein bisschen Geld ein, paar Millionen so. Ach, entspannt, ja. So. Genau, mach, ja, mach das auf. Ja. So, hier ist der Koffer. Ja, das reicht auch schon, so viel, ich brauch gar nicht mehr. Wenn du das kannst, du ja auch einen mitnehmen. Nein, ich bin Schambalaka, Mann, ja, ich bin nicht gewiss. Alles gut, so, lauf raus, einfach mal auf. Lieber Geist, ich bin lecker Mann, da die Polizei wird gleich kommen, weil ich unautorisiert Geld abgehoben habe. Egal, machen Sie das nicht. Alles gut. Was haben Sie da vor? Gut gemacht. Daraus kam weiter. Ich werde so sterben heute, aber bitte tun Sie mich ins ewige Paradies. Weg mit euch alle hier. Raus, sag, das ist Überfall. Ich teile sie weg. Das ist ein Überfall. Ich muss hier raus. Oh Gott, die Polizei ist da. Okay. Ja, Polizei! Schieben Sie raus! Oh mein Gott. Was passiert denn hier? Ich höre Helikopter auf jeden Fall. Schnapp dir ein Auto! Nein! Oh Gott, ich muss abhauen. Los, raus da! Oh Gott, da kommen ganzen Helikopter alle. Okay, der haut einfach ab. Ich hab mich mit geschossen! Ich hab mein Plättchen! Oh Gott, das sieht nicht. Oh Gott, und der Helikopter direkt hinterher. Okay, Leute, wir lassen den einfach mal alleine. Wir laufen jetzt einfach ganz entspannt weg, Leute. Die haben uns nicht mal ein bisschen beobachtet. Das ist halt der Vorteil, wenn man unsichtbar ist, Leute. Der Typ tut mir irgendwie ein bisschen leid. Aber egal, ich hoffe, der Geist von Chambalamba existiert wirklich und bringt ihn ins Paradies, Freunde. Wir bräuchten jetzt ein Auto. Das ist der Nachteil, wenn man unsichtbar ist, Leute. Der hat mich gar nicht gesehen. Der hat hier einfach geparkt und mich umgefahren. Guck mal, der sieht gar nichts. Da dachte ich nur, der hat seine... Raus mit dir, Alter! Idiot, Alter. So, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben jetzt ein bisschen Cash gemacht. Ich sag euch ehrlich, es wird auch schon ein bisschen spät. Ich gehe jetzt nach Hause, bevor Turin was merkt. Schieß mich wieder ab. Obwohl, wenn ich aus dem Auto aussteige, bin ich ja wieder sichtbar, Freunde. Und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Und dann passt das auch, Leute. Let's go. Oh nein. Oh Gott. Ey, Turin, lass mich in Ruhe. Ich geh nach Hause schon. Ich geh nach Hause. Oh Gott, okay, Leute, wenn wir aus dem Auto aussteigen, sind wir sichtbar. Das heißt, entweder wir wandeln uns ganz schön wieder ins Unsichtbare oder wir schaffen es nicht. Wir haben ein Problem, Turin ist direkt hinter uns. Ich mach dein Auto kaputt, ich werde explängen. Oh Gott. Wir müssen uns das einfallen lassen. Komm raus. Ey, warte, keine Bewegung. Keine Bewegung. Ich schieße das. Und dann? Nein! Hat er nicht gemacht! Was kommen wir denn? Tu das blöd! Nein. Ist mir egal, ich werde dich finden. Aber okay. Ist doch Paarberger! Da bin ich wieder weg! Los! Okay, Leute, wir sind weg! Du kriegst mich nicht! Tu! Da komm ich. Wow! Hä? Du kannst ja viel umspringen, wie du willst! Gewiss dich! Wow! Au! Warum siehst du mich? Ich hab in einem Auge eine Linse, die Wärmebildkamera hat. Glaubst du, das kommt rauskriegst von dir? Los hier hin. Warte mal. Was ist das für eine. Nein! Warte, was? Nein, der hat mich weggenommen. So. Warte mal, wenn du siehst, bist du wieder sichtbar. Nein, bitte nicht! Ja! Oh nein! Ja, wow, jetzt bin ich wieder sichtbar. Schön. Ja? Ja, ab nach Hause mit dir. Nein, Tod, bitte. Nein, nach Hause lässt. Warte, können wir zurück zum Auto? Ich hab da noch ein paar Millionen liegen. Nein, mir egal. Ein paar Millionen jucken mich nicht. Einsteigen. Also, ich hab gerade eine Bank ausgeraubt. Ich will das Geld wenigstens haben. Nein, du kriegst kein Geld. Das ist Waffe. Kein Geld und Haus erlässt. So, ab nach Hause mit dir. Mann, kann ich wenigstens die Waffe wieder haben? Nein! Ich will die zerstören oder behalten. Ach Mann, Leute. Ey, alles ist schief gegangen. Turin hat irgendeine Wärmelichtkamera, Linse, was weiß ich. Ey, ist eh ganz zurück, Leute. Aber. Ja! Du hast so lange ausgelassen, bis du 7000 Likes hast.
Ich habe damals von meinem großen Bruder mitbekommen, er hat so eine komische Pistole gehabt. Damit konnte er sich teleportieren und hat sogar damit irgendwelche Faxen gemacht. Und ich will diese Pistole haben heute. Ich frage ihn einfach heute mal ganz nett, ob mir diese Portal-Gun geben kann, womit ich mich teleportieren kann, damit ich heute einfach als Paul Berger Spaß haben kann. Ich weiß nicht, was macht denn da in der Garage irgendwie bei seinem Range Rover? Jo, Max, Alter, was geht? Jo, Paul Berger, was läuft? Ja, und zwar, Max, wir müssen reden, ne? Okay. So, die letzten Fäden hast du ein bisschen kaputt gemacht, weil du nicht so viel mit mir unternommen hast, stimmt? Ja, aber das habe ich doch schon längst wieder gut gemacht. Ja, aber ich bin noch ein bisschen traurig. Und zwar, guck mal, du hattest doch damals so eine Pistole, hast du mir erzählt, womit du dich teleportieren konntest, gell? Ja, das stimmt, die Portal Gun, ja. Die Portal Gun, und zwar, kann ich die vielleicht bitte, Max, wo ist denn die Portal Gun? Paulberger, das wird nichts. Wieso? Ich will auch mal ein bisschen teleportieren und so ein bisschen Spaß haben. Ich hab die aber nicht mal mehr. Die wurde mir damals vom Militär weggenommen. Vom Militär? Ja, die gibt's nicht mehr. Aber ist die wirklich wahr oder hast du das nur erzählt und mir die Geschichte auf den Tisch gesaut? Nein, ich hab die wirklich nicht mehr. Das Militär hat die damals mitgenommen. Ja, aber ich meine, existiert diese Waffe wirklich und hast du mich veräppelt? Nein, oha, die hat wirklich existiert. Ich hab's doch damit überall reingeschmissen. Ja, aber ich hab's doch nicht gesehen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben soll, aber ist okay. Danke für die Information. Hey Leute, habt ihr gehört? Auf jeden Fall, es gibt diese Portal-Gang laut Max. Ich habe die persönlich noch nicht gesehen. Aber Freunde, da er sagt, sie existiert, ich glaube, wir werden jetzt kurz den Ranger ausleihen. Wir müssen zum Militär fahren und werden ganz nett den Soldaten fragen, ob er uns die Portal-Gang gibt. Auf Wiedersehen, Max, danke! Hey, Paul Berger! Ich wollte schon sagen, als ob er nicht merkt, dass sein dicker Rangie da gerade aus der Ausfahrt rausgefahren ist. Aber egal, ich gebe ihn hier später zurück, dem wird schon nichts passieren, Freunde. Ich bin ein guter Fahrer, ne? Also kein Kratzer wird passieren, nichts wird passieren. Wir fahren jetzt rüber zum Militärgelände und werden ganz nett mal nachfragen, ob die vielleicht diese komische Portalgun haben. Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt gleich beim Militärgelände, Leute. Und ich hoffe, die lassen mich einfach durchfahren, wenn sie den dicken Rangie sehen, Leute. Die sollen einfach die Schranke aufmachen und fertig ist, so. Stimmt, Leibin! Oh, oh. Sofort stehen bleiben! Die sehen mich. Erkennungsnummer! Die sehen mich gar nicht, Alter, ich bin zu klein. Ja, ist da überhaupt jemand am Steuer? Ja, was machst du denn, kleiner Junge? Was geht ab, Leute? Alter, du darfst doch nicht mal Auto fahren. Kollege, nehmen Sie die Waffe runter, das ist ein Kind. Ja, machen Sie mal die Waffe runter, Alter, ich hab mich was eingepinkelt. Ja, aber du darfst doch noch gar kein Auto fahren. Warte mal, was steht denn da auf dem Kennzeichen? Igremax. Ja, das ist ein Notfall. Das ist nicht dieser YouTuber da, oder? Hört sie mir zu, Soldaten. Es ist Folgendes passiert. Meinem großen Bruder geht's gar nicht gut und der wurde hier hingebracht in das Soldatenkrankenhaus. Und ich muss ihn retten, deswegen muss ich ganz schnell durchfahren. Wir haben hier gar kein Krankenhaus auf dem Gelände. Doch, da hinten. Nein, haben wir nicht, das will ich ja wohl wissen. Vielleicht. Hier gibt's kein Militärhospital. Sag mal, Kleiner, willst du dir einfach die schönen Panzer mal angucken, oder was ist das Problem? Ja, wär voll cool, Mann, bitte! Oh. Ja, sag das doch gleich, Mann, sag das doch gleich. Oha. Ja, warte. Dann komm mit, steig ein, ich fahr dich dahin. Das darf der Kleine ja nicht fahren. Ne? Ja, danke schön, Alter, ihr seid die Besten! Oha, der übertreibt ja komplett, Alter, was denn jetzt los, Mann? Ja, fahren Sie, oder was machen Sie? Was ist denn? Ja, ganz kurz, Kleiner, ne? Jetzt aber schon klar, keine Fotos machen, ne? Ja, okay. Keine Fotos machen, ja, nichts anfassen. Oh, kein Problem. Hey Leute, wir sind ja übelst einfach reingekommen. Machen Sie aber nicht den Range Rover kaputt, der gehört meinem Dude, okay? Aber du hast ja von deinem Bruder geklaut, wer was? Nein, das ist mir ausgeliehen, damit ich einmal einen Panzer sehen kann. Ich empfehle dir einen Panzer sehen, ja? Dann wird dir das Auto ausgeliehen, oder was? Ja, nee, ich hab's mir gedacht. Eigentlich sind die immer hier links, ne? Aber gerade ist da was anderes gelagert, ne? Was ist das denn da gelagert? Ja, so eine Geheimwaffe, ne? Was für eine Waffe? Ja, da kann ich ja. Aber ich eigentlich nicht sagen. Ja, aber ich mach doch eh nichts. Zeig mir bitte, was das für eine Waffe ist. Das ist so nett. Ich hab nur Geschichten davon gehört. Ich weiß nicht, ob die wirklich existiert. Ne? Soll ich irgendwie von A nach B zack, einfach rüberbringen. Einfach so, ganz schnell. Ja. Cool. Jo, aber du willst einen Panzer sehen, hast kann du ich, gesagt, kann, ne? Kann ich aber bitte ihre Waffe, die hat den... Einmal nur. Nein. Doch, bitte, einmal. Komm mit um die Ecke, Ey, ich mag keine Kinder, ne? Ja, sie sind voll cool. Sie wäre ein guter Vater. Jo, hier ist einmal eine Pistole, ja. Oha! Da kann nichts passieren. Dankeschön. Oha! Darf ich einmal in die Luft schießen? Nein. Die ist gesichert, da kannst du nichts schießen. Achso, warten Sie, ich mach hier Klick, Klack und bam. Oh, da ist noch einer, der hat. Oh! Alter, der ist aufgestanden, Leute!
Was? Okay, ja, wir sind auf jeden Fall im Militärgelände angekommen, Leute. Wir haben Gott sei Dank... Was steht da wieder auf, Alter? Was ist denn das für einer? Das gibt's doch nicht, ey. So, wir haben auf jeden Fall jetzt... Wow, die lassen komplett unschauen, Alter. Wo habt ihr das gehört, Mann? Was passiert denn hier? Ein Eindringling, im Gelände. Alter, was passiert denn? Leute, die drehen komplett durch. Wir müssen das Auto parken, zack. Alle Einheiten stürmen. Und zack. Okay, Leute, die sind hartnäckig, die sind wirklich hartnäckig. Alter, geht auf eure Position zurück, ihr komischen Menschen. Die übertreiben komplett, es sind so viele Leute hier. Alter, ich muss irgendwas hier machen. Wir müssen abhauen. Aber was ist mit der Pistole? Wow. Hey, wenn ich die Pistole will, wo würde ich mich verstecken? Verdammte Scheiße. Ey, Leute, ich weiß nicht, wie lange der Rangy von Max aushält, aber hier, ich muss sie jetzt hier suchen. Wir barrikadieren die Tür. So, mit dem Range Rover, damit keiner mehr reinkommt. Der wird auch die Schüsse abfangen. Warte mal, wir müssen noch das andere Auto holen, um es zu barrikadieren, Freunde. So können wir in Ruhe Zeit haben. Oh, holt ihn euch. Schnell rein hier, so, zack. Wir werden es schaffen, Leute. Wir werden es schaffen. So, jetzt müssen wir nur das Ding hier reinpacken. Oh. So, und jetzt verstecken, Freunde, verstecken. So, jetzt haben wir uns ein bisschen Zeit rausgeholt. Die kommen hier nicht durch. Und wenn, dann knall ich die hier so ab. Zack, zack, zack. So, easy. Ist sie vielleicht hier drinnen? Wartet mal. Hier ist wirklich etwas. Ich platziere schon mal Sprengstoff. Leute, ich habe eine Pistole gefunden. Ich schieße den jetzt ab hier. Oh! Ich hab mich auf ihn drauf teleportiert, Freunde! Und Sprengung! Warte, wir müssen raus hier! Oh mein Gott! Wir sind auf dem Dach! Leute, ganz leise! Wir haben die Pistole, Freunde! Wir haben die unglaubliche Portal Gun! Hä, warum ist da einer auf dem Dach? Target gesichert! Das war wohl ein Sniper! Entschuldigung! Ich würde sagen, wir schleichen uns jetzt erstmal hier raus, Freunde. Die sind alle noch da hinten. Guck mal, wie cool wir uns verhalten können. Dort von dem out of sight. Wir sehen ihn nicht mehr. Wir haben ihn verloren. Er hat die geheime Portal Gun geklaut. Wir können ihn nicht mehr einfangen. Gott, Leute, guckt euch mal an, wie krass die Portal Gun ist. Guck, wo ich bin, Alter. Plötzlich bin ich hier, plötzlich bin ich dort. Wartet mal. Und ich erleide nicht mal Fallschaden. Batz, Alter. Leute, wir verlassen jetzt hier das Militärgelände mit der Portal Gun. Alter, wie krass. Oh mein Gott, wir sind raus. Wir sind einfach... Ey, Leute, wir haben die krasseste Waffe jetzt bekommen, die es auf diesem Planeten gibt, Freunde. Nämlich die Portal Gun. Guck mal an. Hier schön nach unten. Zack. Ey, es tut mir leid, dass ich Max seinen Range Rover dort gelassen habe. Aber ich habe eine gute Idee. Wir werden nämlich heute eine Menge Spaß haben mit der Portal Gun. Und ich würde sagen, wir fangen direkt bei Max an. Ich glaube, er musste noch zur Arbeit irgendwie Boote verkaufen oder sonst was. Stellt euch vor, wie witzig das ist, wenn er auf ein Boot geht und plötzlich bin ich da und plötzlich bin ich weg und plötzlich bin ich da. Er wird natürlich merken, dass ich die Portal Gun habe, aber er wird mich nicht bekommen, Leute. Deswegen, wir gehen jetzt zu Max auf die Arbeit und gucken an, dass wir ihn ein bisschen ärgern können. Dann vielleicht noch Touren oder so oder ein bisschen Spaß haben, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei Max angekommen. Hier vorne ist schon sein Bootshaus. Wir teleportieren uns hier aufs Haus. Zack. Und wir sind da, Leute. Guck mal, da vorne sind ganz viele Kunden. Und da unten, ich sehe schon Max da unten. Leute, wir gehen mal aufs Dach und hören den mal zu. Guck mal, die verhandeln da oder so. Was ja, reden die? Also, Harry Crimex, ja, ich habe um meiner Bank alles geredet gemacht, ja. Die sind erstmal eingewilligt, ja, wenn ich das will. Max! Hey, psst, hallo, Paulberger, ich bin gerade am Reden hier, ja? Ja, tut mir leid, okay, Entschuldigung. Tut mir leid, das ist nur mein kleiner Bruder, ja. Leute, ich port mich jetzt aufs Dach und dann werfe ich mit dem Typ mit dem Schneeball ab. Also, wir haben uns ja auf 200 Millionen geeinigt, richtig? Genau. Sie sind natürlich mein bester Kunde. Hier sind die ganzen Papiere, hier sind die Unterlagen. Muss ich gleich auf die anderen 5 Millionen, muss ich jetzt warten. Was ist das denn? Hallo? Leute, verstecken. Nein. Ey, nein, das ist doch Paulberger, auf, Mann. Das war das denn jetzt hier? Ich geh jetzt nach unten. Ich weiß nicht. Max, was ist denn los, Alter? Wer schreit? Paulberger, jetzt was? Hör doch mal was? Auf. Jetzt geh doch mal weg. Kleiner hier. Was soll das? Ich hab nichts gemacht, Alter. Kann, ja? Von oben regnet es irgendwelche Schneeball. Wirklich, Alter. Ja, ist das so. Entschuldigung, habt ihr auch einen Schneeball abbekommen? Alter, voll schlimm. Ja, tut mir leid. Ich geh entschuldigt. Ich geb es dir da hinten.
Leute, wir gehen jetzt nochmal aufs Dach, wir gehen jetzt nochmal aufs Dach und werfen nochmal. Mir ist sehr leid, ja, wo bin ich stehen geblieben hier? Ich habe 195 von meiner Hauptbank bekommen, aber ich krieg noch 105. Ey, was soll das hier? Werde ich dich verarscht oder was? Nein, 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 ey, es tut mir leid. Sagen Sie mal. Alter, Max, was ist hier los, Alter? Warum kriegen Sie die ganze Zeit irgendwas unter den Kopf, sonst werden wir woanders hingehen. Ey, nein, 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 warten Sie mal kurz, warten Sie mal kurz. Paul Berger, Alter. Alter, das kommt von oben. Ey, hör auf mich zu verarschen, Mann. Es geht hier. Ich weiß zwar nicht, wie du das gerade machst, dass du so schnell von A nach B kommst, aber hör auf mit der Scheiße. Ja, okay, geh. Geht hier um 200 Millionen Deal. Gib einfach die Yacht, zeig, alles gut. Okay, so, tut mir leid. Ach, die Kinder, sie wissen ja so, ne? Jetzt geht dir, glaube ich, die Yacht zeigen und wir putten uns vorher auf die Yacht. Kein genau. Sollen wir uns mal das, die Yacht von innen anschauen? Ja, kommen Sie, gucken wir uns mal genau an. Wir sind schon drauf, Leute. Guck mal, die laufen jetzt zur Yacht rüber und wir sind hier schon oben drauf. Guck mal, ich mache jetzt ein bisschen Faxen. Was will der kleine Junge jetzt da? Ja, die Yacht, was machst du da? Geh da runter, Mann. Die Yacht ist voll. Sagen Sie mal. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Hier auf die Yacht. Mir egal. So, gehst du bitte runter von hier, Kleiner? Paulberger, die Yacht ist verkauft. Hau jetzt hier ab. Sorry, tut mir leid. Tschüss. Hey Leute, ich geh jetzt ein. Hey, wissen Sie was, für die Umstände gebe ich Ihnen ein 10% ja, sehr Nachlass. Gut. Ja, das hört sich doch schon mal besser an. Ja, da sind wir ja bei 20 cool, Millionen cool, weniger. Cool. Soll ich mir das mal von oben angucken? Ja, hallo, wollt ihr einen Drink haben? Paulberger, was macht denn der schon wieder hier? Ich hab jetzt rausgegangen. Wollten Sie... Ist das hier eine versteckte Kamera? Wollen Sie mich pranken? Nein, das ist kein Prank. Leute, der rastet gleich aus. Okay, ja, ich gehe runter. Ich gehe schon, ist schon gut, alles gut. Also wenn da Probleme passieren, ich bin weg. Alles gut. Nein, das wird nicht mehr vorkommen. Okay, Leute, wir sind jetzt weggegangen. Aber Leute, alles ist gut. Wir porten uns jetzt nochmal aufs Dach, Leute. Aber ich mache jetzt mal was Krasses. Hey, Max, hier hinten. Ich bin hier hinten am Ufer. Und der Typ, der das kaufen will. Hey, wie geht's euch? Hallo, seid ihr hey, sag mal, Kleiner, such dir Hobbys. Ja, Entschuldigung. Hey, Paulberger, hast du nicht irgendwie Hausaufgaben zu machen oder so? Jetzt werde ich dich erschrecken. Okay, alles gut. Kommen Sie doch in den Pool hier. Was macht denn der auf einmal wieder hier? Nein, ja, das ist mir. Kommen Sie in den Pool. Herr Crimex. Ja, wir hatten schon ein paar Geschäfte gehabt. Nein, das ist mir egal. Ich lasse mich hier nicht verarschen, ja? Der Kauf ist geplatzt und ich suche meinen anderen Boothändler. Nein. Auf Wiedersehen. $200 Millionen sind weg. Ey, Paulberger, Mann, was soll die Scheiße, Mann? Max, hab dir doch gerade 5-mal gesagt, dass du weggehen sollst. Max, wirklich, es tut mir wirklich leid. Ich hab nichts damit zu tun. Hey, guck mal, da vorne ist dein Bus. Scheiß tut dir leid. Ey, lass mich los. Lass mich los. So, was machst du jetzt, hä? Lass mich los. Nein, ich werde dich nicht loslassen. Nein, lass mich los oder wir werden beide weggehen. Tschüss. Was? Leute, die Portalgang funktioniert nicht, wenn er mich hält. Was ist das denn? Was? Warte, es tut mir leid. Max, du kriegst mich nicht. Hey, komm her. Warte, Max, guck mal. Warte, wenn ich dich erwische. Guck mal, dein Bootshaus brennt. Hä? Hey! Hallo, Max, hier drüben. Hey, boah, wie hat der das geschafft? Max, wo bist du? Leute, soll ich... ich glaube, der ist richtig sauer. Ich glaube, der ist richtig sauer wegen dem Ganzen. Guck mal, der... Warte ab, bis ich dich in die Finger kriege. Max. Was? Ey! Ich bin auf dem Boot hier oben. Guck mal, wie der Arme hin und her läuft. Ich sag euch ehrlich, es macht ja richtig viel Spaß. Aber wir müssen diese Macht aussetzen, um was Krasseres zu machen, Leute. Und Turin wohnt ja genau darüber, gegenüber im Tempel. Ich glaube, wir müssen mal Turin besuchen. Hey Max, ich bin da mal weg, ne? Viel Spaß Nein, das gibt Hausarrest. Tschüss. Und? Ist es zu weit? Okay, und so und... Und zack. Okay, Leute, wir haben uns jetzt teleportiert zu Turins Tempel. Hier ist Turins Tempel. Wir werden jetzt mal bei Turin anklopfen. Obwohl, ja, wir klopfen jetzt einfach mal an. Und ich frag mal Turin, ob ich ihm irgendwas schnell besorgen kann oder sonst was und port mich vielleicht dahin oder... Ja, ich muss jetzt Turin irgendwie davon überzeugen, irgendwie eine Aufgabe zu geben, Leute. Okay, Leute, wir gehen jetzt Turin besuchen, Leute. Ich hoffe, wir können irgendwas für ihn erledigen oder so ein bisschen... Turin, wo bist du? Hallo? Ich hör den doch, hä? Tua, wo bist du? Über dir, du Loser! Hä? Was machst du da oben, Tua? Meditation! Tuan! Tuan! Leute, der meditiert da einfach. Tua, kommst du runter? Warte ganz kurz. Ich habe alles kanalisiert gemacht und bin jetzt super zusammen. Hallo, Tuan.
tut nicht weh. Komm mal kurz mit, wir müssen reden unter zwei Business-Augen. Ich meine vier Business-Augen, weißt du? Ich hab ein Geschäft für dich. Es ist helle Mehl. Also, Thor, guck mal, das Ding ist, ich habe eine Fähigkeit, die nur ich habe. Und ich habe auch eine neue Fähigkeit gewonnen, durch Meditation. Welche? Guck, Eel, ich habe jetzt mein edle Ziegel spannen. Guck mal, wie schnell ich bin. Haja! Ja, du bist echt schnell, aber es... Oh, guck mal! Haja! Was geht jetzt bei Thor ab? Ey, Leute, ich weiß, wie wir ihn bilden. Ey, Thor! Wetten wir, ich bin schneller als du? Ey, wir beweisen jetzt erstmal, dass wir eine Fähigkeit haben, Leute. So, und jetzt einfach bis zum Bordstein da drüben. Das ist schneller als euch. Ja. Ich bin schneller als du. Okay, das ist 3, 2, 1, los. Let's go. Guck mal, der rennt schon schnell, aber zack. Und ist noch. Hallo, das war ein bisschen Abtour. Komm her. Nein, ich komm nicht. Bleib mal stillen! Nein, bleib weg. Achtung, weg von mir. Ich wusste doch, du hast einen Puddelgun. Ja, ich hab den Portalgun, Turm. Gib bitte, kann der aus Mähle machen? Nö. Guck mal, warte, du kriegst ihn nicht. Warte, gib mal eine. Nein. Gib mal eine halbe Stunde. Nein, hier hinter dir. Turm, Jäger, bitte bleib stillen, ja? Ja, hier bin ich doch. Guck mal hinter dir. Bleib stillen. Oh, ja, schieß doch. Ist mir doch egal. Bop und hallo. Oh. Und bop und hallo. Hallo, ja, hier. Da. Oha, Turm, du rastet aus. Da schießt mich einfach mit dem Raketenwerfer. Ey, Turm, was soll das, Mann? Guck mal. Ey, das Ding ist, ich hab ein Geschäft für dich. Oh, erzähl mir mehr. Du kaufst von Max eine große Yacht, die ich ihm leider ein bisschen verkackt hab. Und dafür mache ich was für dich. Ich hab besondere Fähigkeiten. Aber bleib weg, ich hab Angst, dass du mir die Waffe wegnimmst, weißt du? Du magst zuerst was für mich und deine kaufen. Ja, was soll ich denn machen? Du laufst die Bank aus. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn, da kann ich doch Max das Geld selbst für die Yacht geben. Ja, der mag das doch, aber wenn du mehrere Jobs für mich haben willst, gehst du die Bank für mich auslauben. Das heißt, dies. Leute, ich weiß nicht, das ergibt jetzt. Ich könnte auch theoretisch selbst die Bank ausrauben, Max das Geld geben für die Yacht, die er nicht verkauft hat, und dann sind alle happy und ich habe Spaß gehabt heute. Ey, und ich glaube. Ja, gut, wenn du so dumm denken wolltest, nur für einmal Geld machen, dann mach das. Ich weiß, was sie machen, wir werden Thor ärgert. Ja, Thor, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, guck mal. Und jetzt guck mal, Leute, wir haben uns zu seinem Auto teleportiert hier, zu irgendeinem Auto von ihm. Und zack, wir machen hier jetzt eine Bombe dran. Hi, Thor! Omega! Was? Das Besucherauto. Omega! Ja? Wow, der schießt mich ab. Ah? Ja, schieß mich doch ab. Na komm. Das ist richtig. Du wegkommst! Ja, tut mir leid, auf Wiedersehen! Ey, Leute, er hat mich eigentlich auf die gute Idee gebracht. Ich habe leider meinen großen Bruder geärgert und ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil er hatte echt einen großen Kunden. Ich sag euch ehrlich, Max gibt mir oft Geld, Taschengeld und alles drum und dran. Wir gehen zur Bank, wir rauben die Bank aus, nehmen das Geld schön rein in deinen Rucksack und bringen das zu Max und dann ist alles gegessen, Leute. Leute, wir versuchen jetzt einfach ganz normal reinzukommen, so als kleiner Junge ist hier nichts Legitimes. Guten Tag, Security, was geht? Alles gut bei dir? Guten Tag. Alles klar, tschüss, Geld. Hey, warte, Kenny, warte, ey. Na, du sollst nicht warten, ich wollte doch kurz ein bisschen Geld abheben, Mann. Du hast doch gar keine Konto, was willst du jetzt schon? Hier ist kein Spielplatz. Entspannte sich, ich hab hier meine Mama ist in der Warteschlange, ich warte auf die, okay? Aha, warte mal. Entschuldigen Sie mal, die Ladies, ist diese kleine Rotzwürfel ihr der Sohn von irgendeiner netten Dame hier? Leute, und jetzt gehen wir den anderen. Ey, oh mein Gott, sofort! Los, oh! Oh, was passiert denn hier? Ey, die schießen, die wissen nicht, wer geschossen hat und schießen sich einfach alle ab. Und guck mal an, die Tür ist offen. Da ist einer. Psst. Alter, was geht denn hier ab? Oh, psst, Leute, psst. Und hier durch. Und zack. Leute, wie sollen wir hier durch den Tresor durchkommen? Logisch, mit der Portalgun. Oh, Leute, wir sind da. Oha, ich bin im Tresor, Leute. Hä? Ich höre doch die ganzen Leute. Wir machen jetzt hier so einen Zack. Wir packen jetzt aus erstmal unser Backpack, Leute. Schön unser Backpack, schön mit Geldbatzen hier. Zack, zack, zack. Batzen, Leute. So, perfekt. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir einfach ab, Freunde. Wir haben gerade die Staatsbank ausgeraubt. Ohne Probleme. Ich habe mit einem
Minute gerade die Staatsbank ausgeraubt, Leute, weil ich mich einfach in den Tresor rein teleportiert habe. Aber da ist ein bisschen alles eskaliert, aber wir haben es geschafft, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz zum Bootshaus, bringen Max das Geld für die Yacht und sind dann der gute Bruder, der heute... Wow! Gut, dass ich einen Fallschirm dabei hatte. Ja, wir sehen uns gleich, wenn ich bei Max Bootshaus angekommen bin, Freunde. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt angekommen. Da vorne steht auch Max. Hey, Max, was geht? Ich wollte mich entschuldigen. Ach, Paul Berger, ey. Max, nimm einfach diesen Rucksack hier. Nimm ihn einfach mal ganz kurz und guck mal, was da drin ist. Da ist wirklich die Portal Gun für dich. Ich habe die für dich hier reingelegt. Nimm sie bitte. Ja, okay, warte. So, guck mal jetzt, was im Rucksack drin ist. Oha, da ist ja voll viel Geld drin. Ja, Max, das ist für die Yacht. Tut mir leid, aber die Portal Gun bekommst du nicht. Ey, Paul Berger, du gibst die Portal Gun jetzt. Ey, bleib hier! Max, auf Wiedersehen, gell? Das hat Spaß gemacht. Nein, du gib die Portal Gun ab, Junge. Kauf dir was Schönes von dem Geld, ne? Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao. Wie soll ich das am besten erklären? Viele von euch haben gefragt, was ist mit Paul Berger los? Wann kommt kleiner Bruder? Kannst du mal wieder kleiner Bruder machen? Und viele haben auch gesagt, ey, besuch doch mal wieder den Wissenschaftler, Leute. Für die Leute, die neu sind und nicht wissen, wer der Wissenschaftler ist. Das ist der Wissenschaftler, der Mann, der für Spaß gesorgt hat, dass wir als kleiner Bruder immer coole Waffen haben, Leute. Wie findet ihr erstmal mein Fahrzeug, Leute? Nice, oder? Aber, zack, zack. Zack. Das ist auf jeden Fall der Mann, der für viel Spaß gesorgt hat, Leute, in Los Santos. Aber, ja, Max war nie davon begeistert, dass er mir Waffen gibt, Leute. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, wieso wir keine Waffen bekommen mehr. Oder beziehungsweise, wieso der Wissenschaftler sich nie gemeldet hat und Paul Berger ein langweiliges Leben geführt hat. Aber wir werden das heute rausfinden. Wenn ihr Bock habt, warum, wie, was, Paul Berger, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute, um nichts zu verpassen. Und jetzt fahren wir rüber zum Haus vom Wissenschaftler. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich beim Wissenschaftler zu Hause und ich sag euch alle, ich freue mich mal wieder, dass hier bei ihm ein Auto... Warte, Leute, hier ist sein Ding. Hey, wer bist du denn? Hallo! Ja, was geht, Alter? Hey, was geht in mein Haus? Raus hier! Was hat er gerade gesagt, Leute? Keine Ahnung, egal. Wissenschaftler! Hallo! Warte, Leute, wir müssen einfach nur in die Garage gehen. Da war ja immer sein Labor. Wartet mal und let's go! Und... Hä? Hey, du kleiner Dreckiger! Hey! Bist du da was? Nein, wo ist der Wissenschaftler? Wer? Warten Sie! Warte, Leute, wir müssen das... Das kann doch nicht sein, oder? Warte, die Garage ist sogar offen. Hey, bleib stehen! Wenn ich hier reingucke, ist da eine ganz normale Garage. Bleib stehen, wo ist Mann, das Labor bleib. Hin? Was für ein Labor? In der Garage hier, ich sehe, da ist gar nichts mehr drin. Ja, natürlich, ich bin ja frisch eingezogen hier. Ich hab das Haus gekauft. Oh, oh. Wo ist der alte Besitzer? Ist er gestorben? Nein. Echt, du meinst diesen verrückten alten Mann? Ja, ja, genau der. Wo ist der? Keine Ahnung. Der konnte es nicht mehr leisten. Der war ja früher irgendwie selbstständig, aber jetzt arbeitet der irgendwo. Wo arbeitet er? Ey, was juckt mich das Wissenschaft? Ich hab nicht so viel mit Nachbarn hier zu tun, ne? Alles klar, dankeschön. Ey, warte. Ja? Du hast mir einfach eingebrochen, man ruft Polizei. Soll ich dir noch etwas sagen? Weil du das Haus vom Wissenschaftler hast? Kriegst du einen Platten? Hilfe, der Knarre! Teufel! So, Leute, wir hauen ab, Leute. Ja, werden wir dem seine Reifen kaputt schießen, wenn er den Wissenschaftler wegverjagt hat, Leute. Das heißt, der Wissenschaftler wohnt gar nicht mehr da, ist ausgezogen, weil er sich das nicht mehr leisten konnte und arbeitet irgendwo, wo es Wissenschaft gibt, Leute. Der einzige Ort in GTA, wo es Wissenschaft gibt, meiner Meinung nach, ist Human Labs, Leute. Aber ich denke, der Wissenschaftler würde niemals in Human Labs anfangen. Das ist ja so richtig so Sklaverei der Wissenschaftler. So, sie müssen das machen, was die Regierung will, und der Wissenschaftler war nie so eine, Leute. Aber wir fahren rüber, wir müssen rausfinden, ob er vielleicht wirklich dort hängt, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt bei Human Labs angekommen. Zeig, hier drüber jumpen. Let's go. Warte mal, da ist er doch. Was geht ab, Wissenschaftler? Haben Sie gerade Mittagspause? Nein, ich hab Feierabend, aber wohin soll ich fahren? Na, also ich war bei Ihnen zu Hause, Sie wohnen nicht mehr da, wo wohnen Sie jetzt? Ich hab kein Zuhause gerade. Ja, aber wieso? Nun, vorher hatte ich gut Geld gemacht mit meinen Erfindungen, ja, aber die Sie du immer getestet hast. Ja, aber Sie können doch immer noch Geld, ja, die können doch immer noch die verkaufen. Nein, niemand will ungetestete Experimente ausprobieren. Hä, dann lassen Sie jemand anders testen. Ja, aber dann lassen Sie doch einfach jemand anders testen. So einfach ist das nicht. Wieso? Nun, das Gesetz sagt, ab 18 Jahren darf nichts mehr getestet werden. Was illegal ist dann?
Ja, richtig. Und du bist in der Grauzone mit deinem Alter und deinem Verstand. Ich bin der schlauste Typ, den sie kennen, stimmt's? Nein. Oh, verdammt. Der dümmste, aber egal. Was? Nein! Du konntest dein die Waffen verstehen und du konntest die von A bis Z durchtesten. Ja! Dein kriminelles Verständnis hat die Waffen noch viel besser getestet. Aber was ist, warum haben sie mir keine mehr zum Testen gegeben? Nun, Max hat es mir verboten. Max war das? Ja. Na gut, aber wenn wir so... Aber das, sie können mir doch jetzt eine geben. Ich darf nicht. Warum? Außerdem habe ich in meinem Schicksal abgefunden. Ich werde ein Human Labs Wissenschaftler. Aber sie können doch nicht. Sie wollen doch nie für jemanden arbeiten. Ja, was soll ich denn machen? Wenn ich kein Geld verdiene, kann ich nicht essen. Aber warte mal. Max hat ihr verboten, mir eine Waffe zu geben, stimmt? Ja, richtig. Aber was ist, wenn wir... Haben sie gerade eine Waffe am Start, die vielleicht sie wieder wohlhabender machen? Das nicht machen. Naja, gut, vielleicht können wir so wieder einen Weg umgehen. Vielleicht geben sie ja mir nicht die Waffe, sondern sie legen sie ganz zufällig auf ihr Auto und plötzlich verschwindet die Waffe und dann kommt ein Testbericht raus, weil ich sie teste und dann, ja, dann können sie wieder verkaufen. Dein Bruder hat mir verboten, dir Waffen zu geben. Aber wenn sie sie mir gar nicht geben... Aber wenn du meine neue Waffe in dem, unter dem Fahrersitz klauen würdest und ich das nicht mitkriege... Dann könnten sie gar nichts dafür. Lass mich kurz überlegen. Oh mein Gott, Leute, es wird Zeit, mal wieder eine Waffe zu testen. Ich kann dir keine Waffe geben. Warum? Weil Max mir verboten hat, dir eine Waffe zu geben. Legen Sie sie unter den Sitz. Ich kann nichts hinlegen, wenn es schon da liegt. Ach so. Nein, voll, ich kann dir nichts geben. Voll schade, dass Sie mir nichts geben wollen. Ich wollte schon immer mal eine Waffe haben von Ihnen. Leute, wir suchen die und... Oh, warte mal, da ist sie wirklich. Okay, Leute, wir haben die Waffe. Tschüss. Ich habe keine Waffe, Wissenschaftler. Ganz kurz. Ja. Sagen wir mal, wenn ich eine Waffe hätte, die vielleicht die Waffe wäre unter ihrem Sitz, die natürlich nicht in meinen Handgranaten war, was macht die? Ich weiß nicht, worüber du redest, aber weißt du, was sehr interessanter Fakt ist? Was? Leute haben immer gedacht, die einzige Endlichkeit, die besteht, ist das Universum. Aha. Aber was hat das Universum, was die Erde nicht hat? Keine Ahnung. Die Gravitation ist ein Gefängnis der Unendlichkeit. Was? Also das habe ich nicht vermisst. Leute, was? Die Gravitation ist ein Gefängnis der Unendlichkeit. Leute, wir haben auf jeden Fall die Waffe. Ich würde einfach erstmal sagen, wir fahren hier runter von Human Labs, Leute. Wir haben mal wieder eine Wissenschaftler-OP-Waffe wahrscheinlich. Vielleicht kann die mich verwandeln in einen Unsichtbaren oder einen Superhelden. Oder er hat irgendwas von Weltall gesagt. Vielleicht kann ich damit zu Aliens Kontakt aufnehmen, Leute. Oh mein Gott. Ich sag doch, Leute, der Wissenschaftler, das war wichtig, mal wieder ihn zu besuchen. Und wenn ich die Waffe teste fühle, kann er sie wieder verkaufen und muss seinen Job nicht mehr bei Human Labs machen, Leute. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in der Stadt. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt am Würfelpark angekommen und ich sag euch ganz ehrlich, ich bin bereit, die Waffe zu testen. Klar, wir sind in der Öffentlichkeit, ist vielleicht nicht der beste Ort dafür, aber ist mir egal. Ich werde es jetzt einfach mal testen und... Jo, erstmal schön parken hier, so. Das war bei vorne, du. Egal, Leute. Was willst du, Kleiner? Nichts. Hey, du, komm mal her. Ja. Hast du keine Hände? Mach meine Felgen mal sauber. Alter. Leute, soll ich die Waffe an ihm testen? Ich weiß es nicht. Ich mach mal sauber hier. So kleine Dreckshände. So, hier. Schön dazwischen. Ich fahr schon durch. Ich will nochmal jetzt sauber. Ja, okay, ich mach das. Könnt ihr bitte ein bisschen Abstand halten? Ja, mach mal. Leute, ich weiß nicht, was meine Waffe kann, Leute. Bevor wir auf ihn schießen oder aufs Auto, ich schieß mal hier jetzt kurz auf die Laterne. Und da ist... Oh, da ist gar nichts passiert. Die hat ganz normal geschossen, Leute. Hey! Hä? Ja. Ich hab nur kurz hier was fallen lassen. Ja, da muss ich ja Respekt beibringen. Ich mach das jetzt, ja? Okay, Leute, ich habe die Waffe jetzt gerade benutzt, aber es ist nichts passiert. Ich glaube, der Wissenschaftler hat wirklich keine Fähigkeiten mehr. Aber was ist, wenn ich... Warte mal. Die Gravität. Mein Auto! Mein Auto! Oh, was passiert? Warum packst du sie so verfordert? Die Gravität, Leute, richtig! Die Waffe kann die Gravität verlassen! Mein Auto fliegt! Was machst du da? So. Hey, du Monster! Warte mal, was ist, wenn ich jetzt schieße... Sehen Sie da hinten? Da fliegt's! Mein Auto! Was? Ja, versuch! Mein Auto wieder, ich werde verprügeln! Sir, es tut mir leid!
Oh. Ich habe ihn rüber geschleudert, Leute. Oh, oh, aber das Problem ist, ich habe auch mein Fahrrad weggeschleudert. Leute, der Typ hatte recht mit der Gravitätswaffe. Das ist einfach Gravity Gun. Guck dir so an. Woo! Woo! Oh, oh, sorry. Woo! Hey, cool. Helfe mal, was passiert da? Oh, ich mach grad hier ein Karussell oder was? Lass mich raus! Cool, Hilfe. Ich kann die ganzen Autos sogar sammeln. Dann wird's immer mehr. Hilfe. Und jetzt schieß ich mal. Oh! Ach du heiliger Bimbam, Leute! Kann ich auch eine Mülltonne heben? Nee? Doch! Woo! Eine Mülltonne! Und? Warte mal, wenn ich die Mülltonne jetzt gegen ein Auto voll. Oh Gott, ich kann auch das nehmen. Ach Leute, weil es im Boden ankert, kann ich es nicht nehmen. Sobald ich das vom Dinger löse, kann ich es halten. Warte mal, wir schießen es gegen das Auto. Bam, bam. Okay Leute, das ist crazy. Das ist crazy. Da ist. Hey, Pauberger, was geht? Ja, mir was geht? Was da? Was ich, in der Hand? Ich kann zaubern. Wetten wir, ich kann eine Mülltonne fliegen lassen, ohne sie zu berühren? Oh, Pauberger, Alter, nein, kannst du nicht. Was kriege ich, wenn ich's kann? Ah, was weiß, dann verpetze ich dich nicht bei Max, dass eine Waffe gerade in der Hand ist. Okay, komm her. Und zwar, siehst du die Mülltonne? Hm. Das ist eine Mülltonne. Hm. Oh, Shambhala, wow, wow. Hä? Wow. Ah, wir fangen. Hey, au! Zorne, wie fandest du's? Gut, aber ey, du hast auf mein Auto geschossen! Ja und? Digga, mein Auto ist mehr wert als dein Leben! Du kannst mich hier nicht kriegen! Urgent, Mensch! Ja, ah, wir? Bleib hinter dem Auto! Mein Bugatti! Bleib hinter dem Auto! Mein Bugatti! Au! Au! Oh, 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 oh. Ah, geht's dir gut? Au, mein Fuß! Ey, ey, lass ihn runter! Pauberger, ist gut, ich fahr weg! Warte, nein, stopp! Nein, nicht einsteigen! Was denn? Steig was aus! Denn? Steig aus! Mann, ey, was machst du da? Und zwar... Wir müssen einsteigen, wenn er in der Luft ist! Hey, Mann, bitte, ey, Pauberger, okay. Ah, wir, ich nehm okay, ich muss den mitnehmen. Ich ruf Max an, ich ruf nein, Max an. Nein, warte. Lass mein Auto runter. Ja, okay, hier. Lass mich wegfahren. Ja, okay, alles klar. Weißt du, warte ab, Pauberger, das gibt Rache. Guck mal, weil ich die Laternen kaputt gemacht habe, kann ich auch die Laternen einfach nehmen. Ah, mir fällt das! Hey! Oh, Leute, ich, sobald, also ich kann alles nehmen, wirklich. Außer es ist im Boden drin. Ich, weil zum Beispiel den Baum, den kann ich jetzt nicht nehmen, Leute. Der ist zu sehr verwurzelt. Da ist die Waffe nicht stark genug. Aber die Bank zum Beispiel. Oh Gott, es geht alles. Oh. Entschuldigung. Ey, Leute. Ey, ich habe eine geniale Idee. Was ist, wenn ich eine Bank ausraube, ohne sie Bank auszurauben? Weil wenn ich in einer Bank drin bin und einfach nur das Geld quasi rausschweben lasse, dann habe ich es ja nicht geklaut, oder? Ey, Leute, wir müssen das dringend testen. Das ist so geil, Leute. Let's go zur Bank. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei der Bank angekommen. Oh mein Gott, seht ihr das, was ich sehe? Da ist wirklich noch ein Geldtransporter da, Leute. Oh mein Gott, das ist unsere Chance. Ich fragte mal jetzt auf kleiner Junge mäßig. Hallo? Ja, was los? Alter, wie viel Geld ist das hier? Ja, bitte nicht so nahe kommen. Ja, kannst du angucken, mein Kleiner. Lief hier, aber nicht rangehen. Ja, ja, du wirklich. Aber wie viel Geld ist das? Ja, mal ein bisschen weitergehen hier, weitergehen. Oha. Ja, zurückgehen hier. Wie viel Geld ist das? Ja, knapp so 5 Millionen, ja. Okay, cool. Ja, ja. Tschüss. Mein Gut, mein Kleiner. Ich hab eine gute Idee. Und zwar werden wir jetzt das Geld einfach mal nehmen. Und, oh, verdammt, die Geldtransporter wollte ich eigentlich nicht haben. Verdammt, das ist ein bisschen... ich pack das mal hier so. Was war das, Sir? Hast du das auch hier gesehen? Ja, das ist alles geflogen. Ich muss kurz, oder? Ich werd doch verrückt. So. Heilige Mutter Gott, mir Jesus im Himmel. Oh, verdammt, man, hier ist Chaos gerade. Ach du Heilige. Solange Chaos ist, werden wir jetzt hier das Hinterste nehmen und einfach... Ach du Heilige. Warte, Leute, ich habe eine gute Idee. Der ist gerade abgelenkt, weil da so viel passiert ist. Leute, wir haben jetzt hier diesen einen Haufen. Oh, den habe ich versteckt jetzt, Leute, in der Gasse. Sir, rufen Sie lieber die Polizei. Nein. Warte mal, Kleiner. Deine Geldhaufen ist weggeflogen. Oh Gott, ja, ey, die schieben das weg. Ey, stopp. Ja, schnappen Sie die schnell. Ja, Ruhe jetzt hier, Ruhe. Wegfahren, los, hier, yeah, ganz normal. Die seid hier freilassen. Sir, richtig, ja. Kurze Frage, wo ist das ganze Geld hin? Ich war Feierabend. Darf ich in den Transporter mal fahren?
So, warten Sie ganz kurz, stopp! Erzähl mir, hier liegt das Geld! Wo? Hier, wissen Sie! Oh, wo denn? Da oben! Ihr Transporter ist weg, Sir! Ja, gut, ne, ich kündige. Okay, ciao! Ja, ich kündige, ja, kein Bock mehr. Okay, Leute, ich habe eine geniale Idee. Wir werden einfach den nehmen und jetzt das ganze Geld einsammeln, was wir jetzt verschleudert haben, Leute. Und ich weiß nicht, wie viel Geld das ist, aber das ist viel. Okay, Leute, da vorne haben wir einen Geldbatzen hingeschickt, Leute. Wir sammeln den jetzt ein, Leute. Und zack. Oh mein Gott, das waren einfach 3 Millionen, Leute. Krass. Okay, ich weiß jetzt noch, wo das andere Geld ist, Leute. Wir müssen es schnell mit dem Geldtransporter einsammeln, Leute. Und dann haben wir einen Transporter voll mit Geld. Bringt den einfach weg und... Ey, wir können dem Wissenschaftler Geld geben, Leute. Oh mein Gott, genial. Genial, Leute. Und hier das Einsammeln. Wieder 3 Millionen, Freunde. Oh, oh, da kommt Polizei gerade. Warte mal. Oh, oh, die sind gerade zu dem letzten Gelddinger gefahren. Hallo, ein Aussteiger. Servus, ich habe da ein bisschen Geld verloren. Hey, Kleiner, was machst du da? Ich bin der, ich arbeite hier. Ich meine, bleib mal stehen jetzt hier, ihr Idiot. Sir, Chef Security. Hey, Entschuldigung, ich arbeite hier, ich mache gerade meinen Job. Warten Sie, ich bin stehen bleiben. Ich fahre nicht weg, ich mache nur meinen Job. Leute, wir sammeln jetzt noch das letzte Geldding ein. Ja, ich bin und Leute, wir haben jetzt insgesamt 9 Millionen. Das stimmt, noch aussteigen, ja, Kleiner. Ja, was ist denn? So, das Geld wird erstmal hier ganz schnell entfernen und ich werde das Geld wegbringen. Warten Sie ganz kurz, Sir, ganz kurz. Was? Sir, ich habe eine Frage an Sie, bevor Sie einsteigen. Warum fliegen Sie? Ey! Entschuldigung. Oh. Oh, verdammt, irgendwie habe ich ihn getötet. Oh. Die Waffe kann auch wirklich schießen, Leute. Hoppala. Upsi. Das war jetzt nicht so geplant. Oh Gott, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Kann ich die auch... nee, ich kann die gar nicht im Auto packen, die Waffe, Leute. Wir haben das ganze Geld. Wir müssen jetzt wegkommen. Okay, Leute, wir müssen jetzt nur noch das Geld zum... Oh Gott, jetzt werde ich noch angerufen. Hallo? Hey, Pobeke, wo steckst du? Ich brauche Nachhilfe. Welche Nachhilfe? Max hat doch gesagt, du brauchst Nachhilfe, weil du dummer Junge bist. Nein, ist gut. Ich mache halt Pause. Du hast 10 Minuten Zeit, zu meinem Tempel zu kommen. Na wirklich, heute geht's mir nicht so gut. 10 Minuten oder er kommt zu dir. Fällt auf Explosion und die Schüsse hinten im Grund. Das war... Weil sie... Pauberger, willst du gleich von Polizei gejagt? Nein, sowas würde ich... Na, verdammt. Warte ganz kurz. Blöder Helikopter, Alter. Ich meinte, blöde... Ich brauche Hilfe, ja. Warte mal, wo du stecken an der Nähe. Okay, sticke Raketen, sei wir los. Was für ein Ding? Thorn? Ja, ich bin das. Warte, hier. Mein Satellit. Über die Helikopter ist weg. Ja. Thorn ist ein Auto, mach weg. Oh, danke. Wie siehst du das alles? Ein Satellit, hab eigene gekauft. Du mal oben, Weltall. Wohin muss ich... Oh, Thorn, schnell! Vor mir! Abspannung, Sportautos! Danke. Bitte schön. Perfekt, Mann. Weiter geradeaus, da kommen noch ein paar Autos, aber alles gar kein Problem. Okay, ich hab ein bisschen, wie soll ich sagen, Geld in der Tasche. Ja, ich weiß. Aber ich hab... 5 Millionen da habe, ha? Leute, eigentlich 9, aber... Ja, 5 Stück. Du kleiner Lügner, du hast 9. Warum? Ich hab 5, hast du immer gesagt. Ich hab dich getestet. 9 Millionen, ja. Aber komm, sofort hin, bis sofort. Thomas, ich mach das nur für eine gute Tat, okay? Sofort Tempel kommen! Oh, verdammt, Mann! Ja, okay, bis gleich! Ey, Leute, wir müssen zum Tempel, aber das sollte ja kein Problem sein, Leute. Wir fahren kurz rüber zum Tempel, let's go! So, Leute, wir haben es geschafft. Die Polizei ist auch direkt weggegangen, als sie gesehen haben, dass wir zu Tour ins Tempel gefahren sind. Ja, was geht? Was geht ab? Danke! Komm vor mir. Ich kann das Ganze erklären und zwar, ich hab einen Freund, der braucht Geld, deswegen hab ich das Geld geklaut. Ja, du bist auf deine Oma getroffen, ah? Ja. Hat dir eine wieder eine Waffe gegeben? Nein. Duck. Du hast irgendwas mit Gravitation zu tun. Aber. Wen das? Er hat mir. Oma! Ich hab's. Ganz kurz, du Schwarzburg, guck dir mal die Autos an. Ja. Die sind gleich Autos. Ja. Komm, aber du kannst kein X so lange. Guck, ich kann Gravitation machen. Guck. Wow. Und ich kann das auch. Oh. Thor, warte, nein! Du hast gepanzert! Thor, warte! Nein, Thor, wirklich! Bitte, das Geld ist nicht für mich! Thor, nein! Thor, stopp! Ich hole ihn dir wieder! Thor, du kannst die Waffe! Gar nichts wieder! Du kannst die Waffe haben! Bitte, du kannst die Waffe haben! Nein! Oh nein! Ich bin
Tuan, bitte! Tuan, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Kannst du es bitte lassen? Ja, okay, tut mir leid. Das Geld brauche ich noch. Warte, ich habe eine Idee. Ich mache dir einfach schnell ins Wasser. Dann kann ich später das Geld noch benutzen. Nein! So, und ins Wasser. Oh. Den hab ich mir jetzt. Tor, warte! Tor, das Geld ist für den Wissenschaftler. Das Geld kriegst du keinen Cent. Tor, das Geld ist für den Wissenschaftler. Der braucht das. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Tor, warte! Tor! Nein, Leute. Das sind 9 Millionen drin, Tor! Verdammt, Tor! Bitte! 9 Millionen! Oh. Ja! Oh, verdammt. Ja. Mach gut, tschüss! Ciao! Wie geht's dir alles, Max? Leute, ich sehe das Auto, das ist da vorne gelandet. Wir holen es schnell. Okay, Leute, wir sind hier jetzt vorgeschwommen, gehen die Treppen hoch. Guck mal, wie gut der gelandet ist. Das sind einfach 9 Millionen. Warte mal, der ist tot. Tor! Ja! Tor, nein! Böse Tor! Tor! Der bleibt stecken hier. Tor! Ja! Na, ja. Tor, nein, bitte, Tor! Ja! Tor! Das ist. Was? Verdammt, ich muss vor Tor wegmachen. Tor! Ciao! Bist du weg? Tor? Tor? Ich hab den weggeschleudert, Leute. Wir müssen ganz schnell hinterher und hoffen, dass wir den noch finden, Freunde. Und dann ist alles in Ordnung, Leute. Let's go. Leute, irgendwo hier ist er geflogen. Warte mal, da ist er doch. Ah, da ist er doch. Aber warum fliegt er? Hallo? Tschüss! Ja, okay, jetzt kann ich's vergessen. Tuan. Ah, siehst du mit? Nein, wo bist du? Über dir. Tuan, nein! Gib ihn mir bitte zurück! Nein! Ja! Der fliegt ein bisschen mehr. So, jetzt sind wir quitt. Okay, Leute, das Geld ist weg, aber ich ruf mal den Wissenschaftler an. Und mal gucken. Hallo, Wissenschaftler! Herr Pauberger! Ich wollte dein Millionen... Nein, warten Sie! Was? Nein, lass mich anfangen. Durch deine ganze Testerei habe ich so viele Vorbestellungen bekommen, die das vorbezahlt haben. Ich konnte mein Haus wieder zurückkaufen und kann jetzt wieder mindestens 2 Jahre dort leben. Und weißt du was? Mir egal, was dein Bruder sagt. Komm vorbei, wenn du eine neue Waffe brauchst. Okay, alles klar, ciao! Ey Leute, wir haben den Wissenschaftler auf jeden Fall einen guten Testbericht geschafft, Leute. Und viel Spaß gehabt mit der Wissenschaftlerwaffe. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare Hashtag Wissenschaftler, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt. Bis dann, ciao.